Jetzt ist ja. Mein Kopf ist noch ein bisschen kleiner als deine. Okay. Ein bisschen. Das heißt, so eine Mühe-Zoome. Achtung. Oh ja! Ja! Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Oh, ich glaube, das ist es. Jetzt spiky, easy. Distance. Schau mal, wie findest du Kopfvergleich? Ja, super. Super. Ich glaube auch. Yes. Also läuft, ist gut. Ja. Läuft. Bild haben wir gesehen, ist bombastisch. Oh my God. Oscar nominiertes Bild. Ja. Ton. Immerhin das Bild. Ton ist Dolby, so round, auslandsweise. Nicht Atmos. Atmos ist das Nächste, gell? Ja. Was ist Atmos? Das kommt so oben noch, weißt du, von oben herab. Wirklich? Ja, yeah, das ist irgendwie, weiß nicht, 70 Boxen. Das ist geil. Von unten fand ich auch noch geil. Das mit so 4D-Schüsseln, wo irgendwie noch Gerüche kommen und wo es die rütteln, ja, das hat sich nie durchgesetzt. Aber gibt es nicht in Basel ein neues Kino, das das macht? Noch? Wirklich? Ich habe gemeint, das Stücke-Kino. Ohne Scheiß. Ja, irgendwas gehört, etwas. Ja, yes. Nice. Okay, dann legen wir los. Moment. Mach schnell. Ja. Sink. Jakun. Hey. Hey. Hey, hey, Joel. Wie geht's? Hey, gut. Danke für die Einladung. Noch so gern. Und für einmal, also das ist eine Ausnahme, es ist jetzt nicht so, dass ich jedem Podcast Gast ein Geschenk mache. Aber du weißt schon, was kommt. Vielleicht. Ich habe, schau mit dem Hipster-Säckli. Ja, du meinst, dass ich den Podcast durch habe? Ich habe ausnahmsweise etwas dabei, weil ich hatte das, wo wir das letzte Mal, glaube ich, zum Mittagessen haben. Ja. Ich es mitbringen, hast du vergessen. Schön. Wow. Aperitif Suisse, ein guter Bitter von Le Diablerets. The good old times. Und du erzählst, warum der geil ist. Das ist, glaube ich, die neue Flasche, oder? Ja, neues Design, richtig. Hey, vielen fancy. Dank. Super. Soll ich ihn gerade hier lassen? Ich muss aufpassen, dass ich nicht falsch, wenn ich ihn zum Wasser griff. Nein, das ist super. Das kommt natürlich von uns um drei damals in 20 Ringe für Sylvie. Ja. Wo du aber nicht mitgekommen bist, leider, dort in das, in das schöne Dörfli, Le Diablerets. Und wo wir noch unsere französische Winterszene gedreht haben und dann eben den Drink entdeckt haben an den Afterparties in La Botte. Das ist so eine ganz tolle Disco, hat's da gehabt, wo wir haben dürfen zu der besten Musik aus den 90er Jahren tanzen, weil man das iPod nicht hätte anschließen, obwohl wir die einzigen Gäste gewesen sind. Yeah. Ja gut, also Musik aus den 90er, ganz ehrlich, wenn jemand den iPod anschließt, dann kommt mittlerweile auch meistens auf die Musik aus den 90er, oder? Das stimmt, ja, aber irgendwie, dort haben sie irgendwie eine Playlist gehabt aus den 90er, die doch eher speziell war. Also, also ich sag ganz ehrlich, ich habe selten FOMO, Fear of Missing Out. Ja. Ja. Und dort habe ich nicht 4 gehabt, sondern dort ist wirklich auf gesehen, wie will man sagen? Anger of Missing Out. Wir drehen einen Film, also du drehst einen Film, ich darf mitspielen. Und also über das können wir nachher noch reden, aber es ist ja eine riesige Geschichte, dass man das überhaupt kann durchziehen kann, finanziell, dass irgendwie überhaupt alle Szenen am Schluss im Kasten sind, dass überhaupt der Film kann stehen und so weiter und so fort. Und natürlich, aus diesen Gründen, macht man es auch hauptsächlich zum Fun haben, oder? Und vor allem auf dem Budget. Eben, weil also nach zwei Wochen sagst du, gut, etwas leisten kann ich mir jetzt nicht davon. Aber geil, ich habe mal einen Film gedreht, oder? Für viele ein Traum, mal in einem Kinofilm zu sein. Und dann denkst du, ja, und das ist jetzt auch cool, weißt du, drei Arbeiten, da passiert immer noch etwas. Und dann höre ich, sie haben ein paar Tage in den Bergen müssen filmen, eben so die französische Szene, wo ich nichts suchen kann. und dann höre ich, boah, ist das abgegangen und die Partys und Le Diablerets bis zum geht nicht mehr und Carlos Leal hat getanzt, bis er nicht mehr hat können und so. Und ich denke so, wo bin ich da gesehen?
Wo bin ich da gesehen? Ja, das ist halt schon, ich meine, wir... Es war nicht so zu erwarten, dass es so viel Party... Also zu erwarten vielleicht schon, aber nicht geplant. Ich meine, ich mag mich noch erinnern an... mein Problem ist ja, ich habe den produziert und Regie und einfach alles zusammen gemacht. Also yeah. Ich bin nie an so einer Party. Ich habe gewusst, die sind nachher festen, was auch schon skurril war, weil wir so lange gedreht haben und dass die überhaupt nicht haben festen wollten. Das brauchst du wahrscheinlich ja auch, oder? Bist du ausgleich? Ja, voll. Aber es ist nicht normal, oder? Weißt du, wenn du irgendwie 18 Stunden schaffst und dann noch 3 Stunden gehst du festen und wie viel bleibt noch zum Schlafen? Also, kommt drauf an, wenn der nächste Tag ja. Das hat früh angefangen, weil wir haben so Schnee weggeschaufelt, weil teilweise hat es aber keinen Schnee gebraucht und Schnee kam morgen. Aber ich weiß noch genau, am letzten oben, ich habe gewusst von dem Lapotte, von dem der Bar. Und, das ist natürlich in jedem Reiseführer als Geheimtipp, ist das aufgelistet. Ich weiß aber nicht. Ich glaube aber nicht. Die haben das dort entdeckt und man hat immer gehört. Und ich war nur gehört, dass sie mit unserem gesegneten Daihatsu Grand Move, wo wir dort noch heimgefahren sind und die Leute auf dem Dach gesessen sind, Jeans, weil nicht alle Platz hatten. Mhm. Und auf jeden Fall hat mir Carlos dann gesagt, dass dass er auch um die Party geht und hat immer gesagt, ja, kommst du dann auch noch? Und ich habe dann halt mit der Dreiart irgendwie, weiß nicht was, Zeugs und Sachen. Bin jetzt noch. Noch bitte. Parat machen und nach Hause gehen, Kaltschied, ich weiß nicht was alles. Auf jeden Fall habe ich aber dann an dem oben, bin ich dann doch gegangen. Mhm. Das war super gewesen. Da ist auch so ein Video entstanden, eben mit dem legendären Tanz. Und, also ich glaube, das Lied, das gelaufen ist, hat «What the fuck» geheißen. Also eben, Sache 90er Jahre. Und ich glaube, das war sogar ein neuer Song damals. Nein, nicht ganz. Ja, es könnte sein. Aber der Punkt war der, ich bin an der Party und am nächsten Morgen aufgewacht und habe mir ins Natel geschaut. Und dann habe ich ein SMS von Carlos von irgendwie um 11 Uhr, bevor ich an die Party bin, habe ich dann nicht checken und da ist gestanden, Jakun, if you don't come to this party, I won't finish your movie. Und zum Glück bin ich gegangen, weil wir haben nachher noch ein paar 3 Tage gehabt. Ah, du hast es gar nicht gesehen vorher? Ich habe es nicht gesehen, nein. Ja, das ist ja wichtig, dass mal der Regisseur auch mal kommt und so. Das wollen die Leute immer irgendwie. Weil, also in dem Fall weiß ich noch, vielleicht fange ich vorher an. Ich weiß noch bei dir, das ist sehr speziell gewesen, ich weiß von wenigen Menschen noch mega genau, wie ich sie kennengelernt habe. Bei vielen Comedians weiß ich, weil es irgendwie mit meinem, frag mich nicht, mit meinem Beruf zusammenhängt und sich so mega, vor allem am Anfang sind so mega klar, boah, dann bin ich einmal dort gewesen, Yeah. Und bei dir ist es so gesehen, bei dir weiß ich es noch ganz genau. Weil irgendwie, ich habe Theater gespielt und unter anderem mit deiner Tante, wo gesagt hat, ja, mein Neffe, der will dich mal kennenlernen, trefft euch doch mal, ist okay, wenn ich die Nummer gebe, irgendwie so. Und ich so, ja, okay, keine Ahnung, was da will. Und dann haben wir uns irgendwie in der Stadt getroffen, in Basel. Da gibt es nicht mehr, bei so einem kleinen Chines. Also kein Wunder, gibt es nicht mehr, weil irgendwie zum Mittag hat irgendwie 8 Stutz gekostet oder so. Und hat so riesige Portionen gemacht. Und irgend so einem Zwischengängel. Dann haben wir dort einen richtig guten Food geholt, sind irgendwo einmal angesessen und dann haben wir 2 Stunden gelabert. Und du hast mir dort schon erzählt. Und das ist gesehen 2008, 2007. Ja, nein, es müsste eigentlich 8 oder 9 gewesen, ja. Yeah. Weil im 8 bin ich mal zurückgekommen. Und ja, also im 8. 8 im 8. gegen 9, ja. Yeah. Ja, es ist Sommer, es ist sogar Sommer gewesen. Ja, dann muss ja, ist vor dem ersten Gästchen. Ja, 100%, weil dort bin ich ja schon dabei gewesen. Genau, aber habe ich dich dort wegen der Schiri gefragt? Vielleicht ist das erst nachher gekommen. Yeah. Und dann erzählst du mir dort schon, du hast die Idee für einen Film. Ah ja, das ist dort im Fall frisch gewesen, weil im 7 haben wir ja dann angefangen zu schreiben. Eben? Ja. Und sagst du, ja, und irgendwie, es geht um eine Tochter, wo nicht mehr gut studieren kann. Und der Vater, der ist so mega neurotisch und darum macht er ihre 20 Regeln, die sie nicht brechen darf. Und er folgt ihr dann und am Schluss bricht er sie selber. Und ich denke, das klingt eigentlich noch wirklich lustig. So. Und denkst du, ja, aber mein Gott, ich habe schon Ideen für Film gehabt. Und das hörst du ja immer. Es gibt immer irgendwie, boah, das schreibe ich dann in einen Film. Oder ja, da mache ich mal eine Serie draus. Und natürlich passiert es nicht. Und dann haben wir eine Freundschaft entwickelt. Aber dann hast du noch ein Filmfestival aufgebaut. Auch eine großartige Geschichte. Das Gästle Filmfestival. Und,
Und wir haben uns irgendwie bei uns wieder mal getroffen und so. Und irgendwann sagst du so, hey, wir sind jetzt langsam bei dem Film, sind wir langsam weiter. Und ich so, okay. Und danach hat ist irgendwie zack, zack, und dann kommen auf einmal irgendwelche Daten und dann sagst du, ja, und der Carlos Leal spielt Hauptrolle. Und ich so, fuck, ich muss irgendwie alles freischaufeln, was ich irgendwie kann. Dort habe ich aber selber noch nicht, da habe ich noch nicht Comedy, per se, Stand-up habe ich noch nicht gemacht. Ich habe die Primetime-Show gemacht. Und darum ist es genau, noch ein bisschen einfacher. Nice. Ist noch ein bisschen einfacher, ja, gesehen, alles frei zu schaufeln. Wir haben da sagen, hey, in diesen zwei Wochen mache ich oft mal nicht nichts. Ja. Nein, es sind sogar mehr. Am Schluss sind es, glaube ich, drei Wochen. Ja, gesehen, ja, wir so haben mal. Über. Und die haben sechs Wochen gemacht. Ja, wir haben mega lange gedreht. Wir haben vor allem den Carlos vor einem Monat irgendwie gehabt, zwischen zwei Filmen. Und dann haben wir wirklich. Wir haben alles um seinen Plan herum gemacht. Wir haben ab und zu ein Set vordreht, weil wir irgendwie alles abgedreht haben, was auch nicht drin war. Und dann sind wir irgendwie ganz am Schluss vom Shoot nochmal zurückgekommen und haben es nochmal aufgebaut, um einfach seine Szene machen. So. Also logistisch eigentlich auch schwieriger, als man es wird. Wenn du Big Production bist, dann müssen sich die Leute nach dir richten. Ja, ich weiß nicht, du bist glaube immer am, also sobald du Leute hast, die halt einfach wirklich busy sind, musst du die extrem drum, man muss auch ein bisschen Glück haben, dass die können. Wir haben ja später einmal noch den La Famille Déjeuner gemacht und dort sind die Projekte schon alle auch bei mir grösser gewesen. Und ich war so glücklich, dass das am Juni das die Schauspielerin Zeit gehabt hat, weil sonst, ich weiß nicht, wenn ich, also ich hätte mir so ein Projekt absagen. Also. Schauspielerin, immer die Schauspieler. Und auf jeden Fall haben wir dann, hat das dann geklappt und so. Und was ich eben noch weiss, ist, alle sind immer so ein bisschen im Stress, logischerweise. Und alle haben so ein bisschen ihr Ding, was sie machen müssen. Irgendwie, keine Ahnung, Kostüm hat Stress wegen dem und dem. Und Kameraleute sind immer am Überlegen, wo jetzt nochmal genau und welche Linse. Und es ist immer alles unter Druck und du hast ja auch einen sehr tighten Zeitplan. So, und irgendwie vergisst man dann, dass der Regisseur, und in dem Fall sogar Regisseur und Produzent, der wird sowieso immer überall vor Ort sein und müssen Entscheidungen treffen. Wenn man es nicht delegiert, he? Oder genau. Delegieren kann. Ja, aber das... Ja. das Nein, du musst, eben ja, meine, das ist ja auch eine grosse Schule gewesen, dass man, also es war auch cool gewesen, ich habe gewisse Gebiete in dem Film und ich wusste auch keine Ahnung, also so Kleider und so, das ist für mich ganz schlimm, das habe ich auch persönlich, also nicht jetzt gerade der beste Geschmack, und ich habe einfach gewusst, dass mein Vater einen alten Kleiderschrank hat, wo einfach gefunden hat, der Berti, der geile Bulli oder was auch immer, das ist perfekt, und bei dir sind wir irgendwo, was immer gesehen, bei einem Laden gehen, haben wir doch können gehen. Wir sind in einem Laden gehen, wirklich alles nur, alles eco-friendly. Irgendwie. Das hat auch recht ein Batzen gekostet, aber es war ein Sponsoring. Es war Sponsoring gewesen, und du konntest nachher Hardy kleiden, oder? Das war Teil von deinem Lohn. Genau. aber der eine Anzug, der hat mich noch durch zwei, drei Hochzeiten begleitet. Das ist geil, das ist super. Oder irgendwelche Events. Ich weiß noch, genau, ja. Das ist super. Ja, wir haben alle Register gezogen, dass wir irgendwie den Film haben können machen. Das ist krass. Aber was ich will sagen, wegen der Party. Und trotzdem genau, die Party. Ist eben auch aus dem Grund, bist ja du dann auch der Mensch, der irgendwie so ein bisschen alles zusammenhält. Und du bist irgendwie die Kontaktperson für alle. Ja. Also wenn logischerweise die Leute dann auch, dass du an so eine Party gehst. Aber du hast wahrscheinlich das wenigste Interesse in dem Moment. Ja, ich hätte schon das Interesse, aber ich habe einfach halt Paranoia, weil ich weiß, am nächsten Morgen müssen wir irgendwie wieder Einstellungen machen oder keine Ahnung was. Und muss, also das ist, also schon, ich weiß nicht, ich bin, gut, bis zur Premiere ist es dann nochmal stressiger geworden, aber ich bin teilweise irgendwie unter 50 Kilo unter Arbeit gefallen, weil es einfach irgendwie, ich habe gar nicht mehr Hunger gehabt zum Essen und dann haben sie mir dann am Set haben sie mir die Schokostängel gebracht und so, dass ich endlich etwas esse. Das habe ich mich gefragt, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige gewesen, wie lebt der Mensch noch? Weil du hast wirklich so, manchmal hast du 2 Stunden gepennt und dann hast du fucking 3 Tage vor eben 16, 18 Stunden durchgeballert. Ja gut, bin zu jünger gewesen, das hilft mir. und ich glaube, das geht ja wirklich nur, weil man weiß, es ist eine Ausnahmesituation. Ja. Und man hat auch, die, 5 Jahre vorher erzählst du mir von dieser Idee, man hat auch wirklich schon viel drin investiert, emotional, zeitlich und irgendwie
Ja, du musst es fertig machen, aber es ist auch, ich mache nicht jeden Tag einen Film und ich weiss, was es bedeutet, eben zum einen machen, und du musst einfach wirklich dran, also 100%, 120, 200% dran glauben, und das Drehbuch ist schon so ein Drehbuch gewesen. Jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, habe ich es einfach wieder lustig gefunden, oder? Yeah. Und darum habe ich gewusst, dass es einen Film geben kann. Du weißt nicht, was mit dem Film nachher passiert. Wir sind mega klein gewesen, und wenn er dann rauskommt, hast du noch ganz andere Probleme, wenn du als kleiner Fisch kommst. Yeah. Aber was wir gemacht haben und das so also aussieht, wenn er aussieht, ich meine, das haltet ihn natürlich vom Ding. Und dann natürlich auch der Druck, dass du noch recht vielen Leuten versprochen hast, dass der rauskommt und ins Kino kommt. Oder? Das ist dann noch der andere. Der andere Druck, der oben ist. Sonst hättest du ja nicht mitgemacht. Ja, logo. Genau. Du kannst nicht sagen, wir machen jetzt ein Home-Video, wo wir dann eine Crew-Premiere haben. Und so. Genau. Gut, aber auch so viel zu Geschichten. Ja, voll. Ich meine, aber das ist das Risiko, wo du eingehst. Und das ist auch okay. Ich meine, ich glaube, das ist klar gewesen, dass bei diesem Film eben der Combo entscheidend war, dass wir den Film zusammen machen. Und dann eben, da kommst du noch einen Anzug über oder irgendwie. ja, oder kannst du mit Carlos arbeiten oder mit dem und dort. Und einfach auch eine Rolle spielen, die jetzt nicht irgendwie so. Es ist schon nicht gerade so der Klischee, also es ist irgendwie so ein bisschen etwas, was nicht jeder macht, denke ich jetzt. Nein, in der Schweiz gerade auch. Also ich weiss noch für mich, dass es auch eben so wie der perfekte Zeitpunkt gesehen ist, weil wahrscheinlich zwei Jahre später hat es schon nicht mehr geklappt. Ja. Leider schon terminlich und dann musst du dann auch fragen, das ist bei vielen grösseren Produktionen so, im Normalfall hast du ja für die Dauer von der Produktion weniger Cash als für einzelne Gigs. Yeah. Weil sonst würdest du ja, also sonst wäre es einfach horrend, oder? Und dann kommt aber natürlich als Einzelperson kommt dann irgendwann die Frage, wo du so sagst, ah shit, ich bin dann auf 3 Wochen weggebucht. Yeah. Und in dieser Zeit verdiene ich mit 3 Einzelgigs gleich viel wie für die 3 Wochen, oder? So, und wenn dann jetzt schon 6 sind, dann wird es schwierig. Und irgendwann hast du halt einfach auch voll. Nein, darum musst du. Wo du einfach nicht mehr kannst verantworten sonst. Logo. Und dort ist alles perfekt irgendwie aufgegangen. Und es ist ja dann einfach faszinierend, wie es, das habe ich ja schon gewusst, aber es geht dann halt gleich nochmal irgendwie fast 1,5 Jahre, bis dann die Premiere ist. Yeah. Und du hast alles nicht vergessen, aber es ist so weg von dir. Es hat so nichts mehr mit dir zu tun in dem Moment. Und dann kommt aber alles nochmal so zurück. Ja, völlig zurück. Und du hast natürlich einen anderen Prozess, weil du bist konstant. Ja, für mich ist es recht... Der Geschnitten ist ja dann eigentlich auch halbwegs selber. Ja, ich habe am Anfang geschnitten und bin dann aber... sind in den USA. Ich weiß nicht, ich bin immer im Januar in den USA und dann habe ich da den Gregor Brändli. Ja. Hat dann einfach mal 2 Wochen oder ich weiß nicht wie lange, eine Zeit lang hat er einfach gesagt, Wildcard, schneid mal ein bisschen um, super gemacht und dann zurück und haben wir quasi das zusammen gemacht, ja. Nein, ich meine, so, in so einem Projekt ist so wichtig, dass du wirklich, also, dass du dir überlegst, was ist, eben passt in deine Zeit rein, ist es etwas, wo auch contentmäßig eben cool findest, ich meine, bei Komödie ist es relativ easy, also wenn du es lustig findest und so, dann bist du auf der safe side oder ist die Message und weiss nicht was, wo die, und dann kannst du eigentlich nicht fehlen. Wenn du weißt, auf was du dich einlässt. Yeah. Und ich denke, auch bei grösseren Budgetfilmen musst du eigentlich genau gleich agieren. Weil auch dort, klar kannst du sagen, ja, machst du es fürs Geld. Aber wenn du nachher in einem Film bist, wo du nicht dahinter stehst, dann machst du immer ein bisschen das, was du gerade gemacht hast, oder? Yeah. Ich glaub, ja, ich glaube, du musst dann schon, weißt du, Morgan Freeman, der immer gesagt hat, ich weiß nicht wie viel, eine für mich und drei für die Leute. Und mit den Leuten meint er sein Budget, ja, oder? Voll. Ja, ja, gut, er wählt natürlich auch bei denen von den Leuten, hat er relativ gute... Das stimmt. Wenn du in dieser Position bist, dann ist easy. Ja, aber sonst... Nein, es ist noch wichtig, also ich finde das wirklich so, du wirst schon ein bisschen... Also, das habe ich immer wieder in meinem Leben, wenn du noch immer bist und etwas gut machst, dann kannst du das Leben lang echt diesen Job haben. Ja. Und das ist mir schon als Praktikant oder Assistent aufgefallen, weißt du, bist irgendwann in einem Büro, und bist ein guter Assistent, dann natürlich lassen sie dich nicht gehen. Ja. Ich meine, was ist besser zu haben als einen guten Assistenten? Und darum musst du immer gut auswählen. Also wenn du irgendwie nur noch fürs Geld produzierst, dann kann das total okay sein. Wenn du vor allem nebendran, sag jetzt mal, eine private Karriere willst haben, die so ein bisschen im Normalen funktioniert, dann musst du fürs Geld produzieren. Und wenn ja, logisch. Ja. Was ich noch weiss, also wie du vorher gesagt hast, du musst ja selber 100% daran glauben, du hast irgendwie auch allen Menschen versprochen, dass das dann auch wirklich ins Kino kommt. und irgendwie kürzlich
Ich glaube, jetzt ist genug Zeit vergangen, seit dem Drehen von diesem Film, weil wir haben ja eigentlich nie mehr wirklich, also wir haben gar nie intensiv über das geredet, aber du hast vor kurzem mehr so nebenbei, hast du irgendwie gesagt, ah shit, und dann dort und dort, und ich weiß nicht mal mehr wo genau, dort habe ich das Gefühl gehabt, der Film kommt nicht mehr zu Ende. Der Film schaffen wir nicht und es ist vorbei und irgendwie, also man hat ja logischerweise in dem ganzen Prozess hat man auch noch Zweifel. Ja, also ich meine, der ganze Drei, das ist schon mitunter ein bisschen der Grund, wieso ich nicht an jede Party können, weil ich habe nicht können gehen und gleich, weil, also das ist jetzt extrem gesehen, dass ich gewusst habe, was für Risiken sind und die tust du natürlich nicht mit jedem teilen. Also, yeah. Ja, weil die Crew muss ja das Momentum haben und, also ich meine, der lange Drei, den wir können, der 18 Stunden oder 20 Stunden dort. Ich glaube, effektive Drehzeit 20 Stunden. 20 Stunden, oder? Und das heisst, die Crew ist, glaube wirklich 24 Stunden rumgesehen oder so. Voll. Und das ist natürlich, das ist jetzt sehr extrem, aber ich glaube, wenn dort, also jetzt sage ich auch der Carlos, irgendwie gesagt hätte, hey, weil er hat voll gezogen dort noch. Yeah. Und wenn ich würde, dann ist die ganze Crew, also dann hast du es vergessen. Also wenn die Crew spürt, hey, das ist ein sinkendes Schiff. Mhm. Und oftmals hast du das Ding, also das kann ein Cashflow-Problem sein, weil irgendwie die Finanzen nicht da sind, du solltest die Löhne zahlen. Oder das kann sein, dass du eben merkst, du kommst nicht alle Shots über und so. Und du musst dann irgendwie antreten und musst sagen, hey, super, kommt super. Und hinten dran weißt du, oh mein Gott, was machen wir? Ich meine, ja, wir haben Sachen gehabt, wo wir auf Zürich sind und dann war ein Schauspielerproblem gewesen. Und dann haben wir die ganzen Szenen umschreiben, weil irgendwie jemand nicht mitkommen konnte. Aber das Geile daran ist eben, dass zum Beispiel in dieser Situation, wo wir dort auf Zürich sind und haben wir die Szenen umschreiben, weil es doch mal so gewesen, dass alle mit dem Vater auf Zürich gegangen sind, die Tochter suchen. Und dann ist das nicht gegangen, weil nicht mehr alle Zeit hatten. Und dann haben wir das umgeschrieben und gesagt, okay, der Vater geht halt allein, oder? Und dann haben wir in dieser Szene einfach reingeschrieben, wo er sagt, oh nein, jemand nimmt mich, ich mache das selber, ich muss das alleine machen, oder? Yeah. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo dramaturgisch mega Glückssache war. Yeah. Weil, wenn er gesagt hat, er muss es selber machen, auch im Film merkst du, zack, du bist mit ihm. Und wenn alle er übernimmt Verantwortung. Voll. Yeah. Und klar, das ist schade, die Szene, wo alle dort vor der Bar gewesen wären und die blöden Sprüche nochmal gemacht hätten und so, weiß nicht was. Die wären natürlich auch cool gewesen. Yeah. Aber im Endeffekt ist das aus einem mega Druck rausgekommen, wo dann einfach einen Entscheid treffen musst, dass alle wüssten, hey, das läuft hier. Ja, der kompetente Regisseur, oder? Aber also, es war überhaupt nicht einfach gewesen. Also ich habe ein paar, ich bin dort, während 20 Regeln bin ich jeden Morgen mit Bauchweh aufgewacht. Also das ist, das darf aber keiner wissen, oder? Wirklich? Ja. Ja, nein, das ist... Du hast ja nicht gegessen. Ja, das ist immer mein Problem. Wenn ich Stress habe, dann hast du irgendwie, weißt du, kein Appetit. Und dann, und dann ist es eine downward spiral, oder? Je weniger ist, ist das dann mehr. Ja, logisch. Hast du irgendwann noch einen Arms im Magen? Aber die Leute haben sehr gut zu mir geschaut. Es hat, glaube ich, schon Leute gegeben, die gemerkt haben, dass ich so ein kleines Portion so während dem Set auch kann, irgendwie dann ein bisschen überleben, habe ich mir da ein bisschen zu essen gekriegt. Ja. Also bei dem 20-Stunden, gut, er war eh lang gesehen, ja. Es hätte noch so zwei, drei Zwischenfälle gehabt. Ja, genau, dort haben wir noch. Worum es dann noch länger gegangen ist. Aber dort weiß ich noch, das ist für mich so ein von den Momenten gewesen, wo ich dachte, das ist ja, ich meine, was bin ich dort gesehen? 25? Ja, irgendwie so, Mitte 20. Ja. Und dort habe ich schon gedacht, what the fuck? Weißt? Und jetzt, nochmal ein bisschen Distanz drauf, denke ich so, die richtig crazy Sachen, die du erlebst, weißt du erst im Nachhinein, dass sie so unglaublich crazy sind. In diesem Fall haben wir in einer stinknormalen Wohnung, in einem Wohnquartier zu Basel, im Estrich hast du einen fucking Schlamm, wie nennt man es? Ich weiß immer, Schlammcatch-Party. Mud-Wrestling-Competition ist das. In einem Estrich. Das heißt, das ist so eine Planschbecki voll mit Schlamm und irgendwie 30 Leute drumherum. Also ich übertreibe jetzt wahrscheinlich mit 30, aber es wirkt dann natürlich mit 30. Ja, es ist immer mit dem Rauch, den wir noch reingelassen haben. Das ist super. Hazen ist immer das Beste. Genau. Haze, das weiß ich noch von der Serie, das ist auch immer gehazed worden. Es wird immer gehazed, oder? Bei uns ist gehazed worden wegen Weed. Ja, genau. Und in der Serie ist immer gehazed worden für die Stimmung. Ja, im Hintergrund, das ist noch ein bisschen wahr. Ja, und du diffus ist natürlich, oder? Du siehst dann die Leute nicht mehr und die Tiefe ist nachher weg. Du hast das Gefühl, wow, das sind mega viele Leute. Auch Konzert machst du so, oder? Du hast 30 Statisten und denkst, hey, jetzt sind 200 Nasen da, wurde geil. und danach hat wirklich...
Wer muss dort mal catchen? Also der Carlos sicher? Carlos und Bettina, ja. Diego Betty. Ja. Die tun dort effektiv Schlamm wresteln in einem Estrich von einem, und das war wahrscheinlich alles höchst illegal gesehen. Jojo. Ja, wir haben auch ein Konzert gehabt, ein Glamrock-Konzert irgendwie, genau, in einer Ecke. Genau, das ist dann unten gesehen. Ja, ja. Und das ist und tätowiert. Das ist ein WG gesehen. Das ist ein WG gesehen, ja. Ja, und ich glaube, dort, die haben auch, also, wir sind so schon sehr, sehr, also transparent gewesen, was wir da drin machen, mhm. Das muss man schon sagen. Aber auch dort, dass wir so lange gedreht haben und dann, das ist halt das Ding, wir sind zwei Tage da drin gewesen, oder? Ja. Ich glaube zwei Tage, oder? Ja, oder es hat sich angefühlt wie zwei Tage. Wie eine Woche. Es ist wirklich gesehen, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht mehr, was gesehen ist. Oder es war eben ein Tag und cool, wir haben... 8 Uhr morgens, also 8 Uhr morgens, yeah. Und es ist dann halt wirklich gegangen bis am... Ja, bis spät in die Nacht und am nächsten Tag haben wir nochmal 18 Stunden gehabt, das darf man fast nicht sagen. Aber das Ding war, wir haben glaube ich dort, das war wirklich die Situation gewesen, dass wir schon überlegt haben, ob wir rausgehen und nochmal kommen. Aber dann war es schon so, gewesen, dass wir gemerkt haben, dass die von der WG irgendwie dann vielleicht uns nicht mehr hätten reinlassen können. Darum war das auch teils, wieso wir es fertig machen mussten. Also es ist so ein bisschen der Druck, weißt du, hast irgendwie als Produzent, sag ich jetzt mal, hast du einfach... ja, wenn du auch noch getrennt wärst, weißt du, Produzent, Regisseur in so einer Situation ist easy, weil der Regisseur kann sich komplett auf die Einstellungen konzentrieren, wie kannst du es kompakter erzählen. Yeah. Aber gleichzeitig musst du eigentlich noch mit der Location verhandeln, ob du allenfalls zum nächsten Tag kannst kommen, das Callsheet umschreiben, wo bringst du es rein. Yeah. Das ist halt schon, ja, ich sag, da musst du ein bisschen einfach voll durch sein, zum Produzieren und Regie machen und aber das kannst du schon. Wenn du wird aber glaub, nicht so oft gemacht, oder? Produziert und Regie. Nein, ich würde es auch nicht empfehlen grundsätzlich. Also ich habe ja schon auch noch den Bela als Produzent hinten dran, der so wirklich auch geschaut hat, dass alles administrativ und er war ja Firma gewesen, ja, Material. Läuft. Aber ich sage jetzt, es braucht immer. Also wir haben auch Produktionsleiter noch, der Björn ist ja dann noch an Bord gekommen und so weiter. Also wir hatten es schon ein bisschen abgestützt gehabt, aber so die Verantwortung, die Hauptverantwortung vom Produzenten und vom Regisseur in der gleichen Position, Person ansiedeln, ist ein bisschen also gerade bei so einem langen Drei ist schon. Ja. Du musst am Schluss jeweils die Entscheidung treffen. Voll. Oder? Weißt also, du musst als Regisseur musst du die künstlerische Entscheidung treffen. Ja. Und als Produzent musst du auch die Entscheidung von jedem Scheiß. Ja, weißt weil du hast eigentlich als Produzent hast ja du wie. Wenn du ein Budget hast, dann stellst du für alles etwas an. Ja. Und dann bist du eigentlich frei, oder? Dann kannst du dich auch schon um einen Release kümmern oder du kannst dich um einen nächsten Film kümmern. Aber wenn du kein Geld hast, dann bist du gleich musst du gleich garantieren, dass alle essen. Also wenn du kein Geld hast fürs Catering, dann stehst du am Grill und machst das Essen. Oder? Es ist deine Verantwortung. Es ist nicht der Regisseur, der sagt vielleicht einmal, jojo, ich stand einmal an, weißt du, gerade easy, macht gute Falle. Oder ich koche gern. Aber wenn alles auf der Person, also das hat man dann auch bei La Famille Déjà wieder schon dann eigentlich der nächste Film gesehen, den ich mit Timo gemacht habe. Yeah. Und das ist natürlich dort, wenn es ein Problem gehabt, weißt du, ich bin fast nie am Set gesehen. Mhm. Ich bin dann einfach gegangen, habe das gelöst und gleichzeitig haben die Top-Footage heimgebracht und einen perfekten Film gemacht, oder? Mhm. Weil das so schön Teil war. Also das ist empfehlenswert und vor allem auch für die Zukunft. Also weißt, wenn du natürlich jemanden findest, wo du zusammenarbeiten als Produzent, wo dir das übernimmt, sage ich das vorst, lieber gleich mal anfangen finden in deinem Leben. Weil wenn du nachher, eben, wir haben das irgendwie dort gemacht, ja, ich bin nicht mehr so jung wie du, aber ich habe gleich noch die Energie gehabt. Währenddem, wenn du natürlich irgendwie dann in deinem fünften Film immer noch beides machst, dann wird es schon heavy. Und das Team unterschätzt man oft, das Produzenten-Regisseur-Team. Da kannst du auch inhaltlich extrem viel zusammen machen, wenn du den Regisseur kennst, weißt wie du kannst mithelfen kannst. Eigentlich der Weg, dem auch zu ebnen, perfekt, oder? Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall... es ist krass, was alles passiert ist in der Zeit. Und es ist umso geiler, dass es dann effektiv ins Kino kommt. Ja, voll. Weil ich hatte so die Steps immer so ein bisschen mitgekriegt, wo du mir so gesagt hast, jetzt sind wir gerade mit einem Verleih dran. Und so. Weißt du, das ist ja das Krasse. Ich meine, ich habe zwar in dem Film mitgespielt und ich hatte trotzdem null Ahnung, wie das Ganze funktioniert.
Weißt du? ich kann nicht alles wissen, gell? Eben, das meine ich damit. Aber, eben, das, aber du lernst es natürlich in dem Moment. Und ja, voll. Du erzählst mir immer wieder so Stück für Stück und irgendwie, ja, und wahrscheinlich können wir irgendwie dort und dort zeigen. Yeah. Und am Schluss ist es dann in Pathé-Kinos gelaufen. Ja. Yeah. Und wir haben eine ganze Woche haben wir überall, an jedem Ort, haben wir Premiere gehabt. Und wir haben jetzt Vorpremiere-Tour. Vorpremiere, genau. Yeah. Und Premiere dann in Basel. Yeah. Und weil er ja zweisprachig ist, haben wir noch einen Step in Lausanne. In Lausanne, ja. Yeah. Das ist absurd, weil der Carlos ist dort aufgewachsen. Ja. Yeah. Und dann gehen wir in seine Hometown und er ist wirklich so der Hometown-Hero. Ja, yeah, voll. Und du gehst wirklich so, so klassisch, irgendwie so um 3 Uhr morgens sind wir noch in McDonalds. Ja, genau. Ja, da sind wir in so einem Fest gegangen, oder? Ja, das ist super. Ja, es ist, wir haben halt alles wie durchgespielt, wie echt. Mhm. Also muss man sagen, der Film ist eigentlich wie, wir haben es ja da, als würden wir da einen Hollywood-Film machen, mit vollem Release, mit Tour, Publizist und so weiter. Und natürlich haben wir herausgefunden, dass es, dass du halt im Competition bist mit anderen Filmen und eigentlich niemand ein Interesse hat, unseren kleinen Film zu pushen. Ich meine, das war die grosse Lektion gewesen. Yeah. Aber der Film ist gemacht und der Film ist auch gut angekommen und du bist jetzt auch rum, du kannst den schauen etc. Das ist cool und unter dem, glaube ich, auch sind wir richtig ins Projekt rein, dass eine Komponente ist auch die Lernkomponente gewesen, yeah, für alle. Yeah. Oder? Ich meine, ich habe das einfach in Theorie gewusst oder habe so Sachen schon mitgeschafft gehabt, yeah, yeah, und habe gefunden, jetzt machen wir das auch. Aber meine Lernkurve war natürlich gewesen, oder? Dass dann als kleiner Verleih, wir haben ja dann selber am Schluss verleiht, halt einfach die Spielzeiten im Kino nicht kriegst, oder? Wenn du nicht anrufst am Montag und irgendwo den Harry Potter im Hintergrund hast, dann yeah, ist es schwierig zu sagen, hey, ich spiele jetzt oben. Wir haben, glaube ich, nicht eine Obervorstellung gehabt außer Premiere. Ich glaube, spätestens ist irgendwann mal, ich glaube, zweimal ist irgendwie so am Sexy. Ja, yeah, genau. Irgendwie so gesehen. Ja, weißt du, und dann im Nachhinein ist ja logisch, dass, also in Basel ist schon mega lang gelaufen, am Nachmittag, yeah, aber ist logisch, dass sie am Nachmittag reinmachen, der Basler Bezug und die Leute sind ja gegangen, yeah, und im Nachmittag ist perfekt, würde ich das als Kino auch buchen, dass du dort mal ein paar Eintritt hast und oben hast frei für die grossen Filme. Genau, wo du sonst nicht hättest, oder? Ja, genau. Yeah. Und das ist auch cool, weil ich meine, irgendwie kannst du dann auch nicht frustriert sein und weiss, also überhaupt, der Film hat null Frustpotenzial gehabt, weil eigentlich alles, was wir haben erreichen, haben wir erreicht. Mhm. Wir haben vielleicht nicht, wir schiessen bei jedem Film, dann sagen wir, oh, ja, das wird jetzt der nächste große Erfolg. Ich meine, das musst du ja auch, oder? Du musst ja 300% irgendwie versuchen, dass dann bei, yeah, 90 landest, oder? Yeah. Oder 100. Und ich glaube, da sind wir am Schluss voll gut bedient gewesen. Yeah. Bist du schlussendlich rausgekommen? Das weiß ich bis heute nicht. Hast du nie gerechnet? Also, nein, wir haben auf jeden Fall also jetzt nicht irgendwelche Schulden gehabt, mhm, oder weiss nicht was. Es ist alles ja auch abgemacht. Aber wenn man jetzt mal in die Löhne oder weiss nicht was und das Zeug sind, und Zeitaufwand, die Leute haben, natürlich kommst du nicht raus. Aber es sind auch nicht irgendwie, eben darum ist es ist auch anders abgemacht gewesen. Yeah. Und ich glaube, das vertreibt es wirklich auch. Also ich finde, jeder, der einen ersten Feature machen mit seinen Freunden, mit Leuten, die er kennt, weißt, wo so ein bisschen passt. Und dann also ein Agreement haben, dass man das macht, dass man auf dem Radar ist und, yeah, und die Sachen lernt, die man kann falsch machen kann. Yeah. Aber per se sind wir nicht reich, also sind überhaupt nicht reich geworden. Wir haben auch viel Zeit in das Ding investiert, yeah, yeah, aber die Erfahrung daraus raus. Yeah. Und eben nachher haben wir La Femme Melle Tejewe gemacht. Und wenn ich denke, was an Erfahrungen in den Film gegangen ist nachher. Yeah. Also rein schon, wenn du jetzt überlegst, weißt du, mit Partner, einfach auf dem grossen Picture, sag ich jetzt mal als Produzent, oder 20 Gegen für Silvi. Nachher machst du Partnerschaft mit der Uni Basel. Mhm. Und irgendwie mit, ich meine, nicht so viele Partnerschaften gehabt. Aber rein die Idee, dass du nachher zum Beispiel mit der Uni Basel gross in Promo gehst, weil wenn du den Film pitchst, ist es 20 Gegen für Silvi, die erste Frage ist, ja, was sind die Regeln, oder? Und dann no Sex, no Drugs, no Alkohol. Da hast du schon mal grundsätzlich einen Konflikt, weil ob schon die Uni Basel den Film recht toll gefunden hat, die werden das nicht als erstes Projekt vorne anstellen und sagen, hey, wir haben gerade einen Film mitgemacht, wo irgendwie, wuhu, Party und so. Und bei La Femme Déjà-vu, oder, haben wir gesagt, okay, mit der SBB, und dann hast du eine Geschichte von einer Frau mit einem Zug, die am Zug zuwinkt, mega schön, und so weiter. Ist natürlich klar gewesen, dass dort nachher auch bei hinten raus hast du den Film anders können repräsentieren. Ja. Yeah. Und das sind so die grösseren Lernkurven, weißt du, dass du wie weißt, wo du deinen Film platzierst, wo dein Publikum ist und so. Und ich sage jetzt auch 20 Regeln für Silvi. Ich meine, das schwierigste Publikum, irgendwie Studis abholen, junge Leute abholen, das für die Leute macht niemand einen Film, außer es ist Marvel, oder? Mhm. Also das ist schon eine spannende
glaube, dort war die grössere Lernkurve gewesen, um zu sehen, dass du einen Film kannst machen kannst. Yeah. Das haben wir, das, yeah. das haben wir wollen. Aber hinten raus, ah, da ist noch ein Markt und da musst du wirklich da musst einen Pull haben. Du musst wirklich die richtigen Alliances haben, dass du kannst, nachher auf ein Radar kommen und auch bestehen. Ja, und vor allem, dass dann überhaupt, eben, das eine ist, dass er überhaupt rauskommt, und das andere ist dann eben, wie du den Menschen ankriegst, dass sie ihn überhaupt schauen. Oder? Ja. Und dort sind so, lustigerweise, gerade noch, eben, was ist er, 14 ist er im Kino gesehen. Ah ja, das Rating. Ja. Was? Wir haben doch mit dem Rating haben wir noch diskutiert, was wir mit dem, weißt FSK. Aha, ja klar. Ja. Sind eben schon noch interessante... Was für Wörter dürfen drin sein und was ja, nicht, damit ja. er eine Freigabe kriegt vor, was ja. ist am Schluss gesehen, 12? Ja, nein, wir haben es 12 nicht gekriegt. Ah. Wir haben es gar nicht gewusst, dass man es raten lassen. Und dann ja. hat irgendwann angerufen und gesagt, ja, okay, wir müssen das einschicken. Das kostet noch, weißt du? Du musst noch zahlen, dass sie das... Ja, logisch, du musst für alles zahlen. Oder? Und dann ist es dann so, dass Zürich ein eigenes Ding und der Rest von der Schweiz hat sich irgendwie zusammengeschlossen yeah. und so. Dann habe ich gesagt, ja nein, das will ich nicht, dann haben wir kein Geld für das. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn du es nicht einschickst, dann hast du automatisch ab 16. Und ich so, was, ab 16? Wo der Film? Und ich klar gesagt, der muss ab 12 sein. Der muss ab, jo. Also ich habe auch, also, ich glaube, im Moviecamp haben wir mal einen Ausschnitt gezeigt und die Kids sind voll abgegangen, ist ja logisch. Die wollen den Film schauen, yeah. die 10-Jährigen oder 12-Jährigen, yeah. oder? Und dann haben wir aber gesagt, okay, machen wir es. Und dann haben sie uns eben ein 14 gegeben. Was total skurril ist, weil, weißt du... 14? Gibt's das? Ja, ich weiß nicht. Also ist das noch im Kino gesehen oder... Ja. Ja, weil auf DVD ist oder ab 12? Nein, ist ab 14. Total skurril. Ja, es ist total skurril. Weißt du, und dann haben wir irgendwie... Ich habe gerade kürzlich ein Screening gemacht von Pitch Perfect 3, wo der eine hat als Familienfilm buchen an einem Open Air Cinema. Yeah. Hey, und der ist ab 6. Ja. Yeah. Und ich bin auch in dem Screening gehockt und weißt du, das Portrayal von diesen... Girls in dem Film rein. Yeah. Ich meine, unter jeder Seite sind aber 4 Familien rausgelaufen, die gesagt haben, das gehe ich überhaupt nicht. Und wenn du 20 Regeln anschaust, würde ich das humorvoll abhandeln. Also ich habe Pitch Perfect 3 nicht gesehen. Ja, also es ist einfach so eine Film mit Tänzerinnen und weißt du, das weiß ich genau. So, ja, und die Tante, die haben halt, das ist halt so Klischee, so Sexual Dance Bullshit-Zeugs, so, weißt du, wo du halt einfach wirklich auch ein Bild schickst. Und ich glaube dort, wenn du das vergleichst, unsere Filme, ich meine, klar, sind all die Sachen thematisiert, aber die sind ja so lustig abgehandelt und du siehst ja nichts. Yeah. Außer, dass du mal kiffst. Aber ich meine, wo leben wir? Ich meine, das ist ja jedem 12-Jährigen. Sollte ja immerhin sensibilisiert sein auf dem. Yeah. Und dadurch, dass es eine Komödie ist, habe ich das Gefühl gehabt, ja, da könntest du schon... Also das 12 war schon okay gewesen, ich glaube, wir hätten mal überlebt in der Schweiz. Ja, natürlich, weil ich habe gemeint, warte jetzt, mittlerweile, wie ist es, damit er, also in England, also in den USA ist PG, ist 13, oder was ist PG das? PG-13 geht es und PG ist, glaube ich, noch... Parental Guidance, oder so, ja genau, mit Parental Guidance ab 13 und dort darfst du einmal Fuck sagen. Okay. Aber nur einmal. Okay. Das ist so absurd. Und wenn es zweimal ist, dann ist er automatisch, ich glaube, 16, oder was die nächste Stufe ist. Und seit ich das weiss, siehst du wirklich, in gewissen Filmen ist so offensichtlich, wo sie sich wirklich aussuchen, wo man jetzt das Fuck reinschreibt. Ja, ja, ja. Und ich weiss noch irgendwie, welches ist der schlechteste Man in Black? Sicher der dritte, oder? Ja. Ich weiß schon nicht mehr. Oder zu zweit. Ah, auf jeden Fall in einem ist dann wirklich eine Szene, wo wirklich Will Smith so übertrieben. Fuck! Weißt du, wirklich, das ist jetzt so, du weißt, das ist jetzt der schlimmste Moment. Und sonst ist immer alles so, hey, oh. Ja, also ich verstand es schon. Ich finde es schon auch gut, dass man das schaut. Aber man merkt halt dort, ich glaube, das ist auch die Lektion, dass halt einfach, wenn du als Verleiher auch dort, weißt du, so stärkere Filme im Hintergrund hast, dann kannst du sicher auch ein bisschen leveragen und sagen, hey, geh doch dem Film ein bisschen tiefer dafür. Ja. Machen wir das. Also, es ist wie alles ist ein Lobbying. Yeah. Und wir haben viel gelernt, glaube ich. Okay. Ja, und dann was ich noch faszinierend finde, keine Ahnung, im 14, 15, wenn auch immer, ich behaupte, es ist eins von den letzten Projekten, wo du noch richtig hast können, die klassischen Wege gehen,
es hat etwas gebracht, dass er irgendwann im Fernsehen gekommen ist. Mm. SRF 2, obwohl ich im Sommer gesehen und glaube noch Fußball und solche Sachen. hat aber trotzdem recht viel. Ja, ist okay gewesen. Ist jetzt nicht ein Überrissen gewesen. Nein, aber es hat, hast du offensichtlich gemerkt, ich weiß noch bei mir irgendwie auf der Webseite sind auf einmal mehr Klicks gesehen. Yeah. Also, du merkst, es ist ein fucking Film am Fernsehen gelaufen, am 8. Zuber. Yeah. Und ich glaube schon nur ein paar Jahre später, jetzt, ist analoges Fernsehen schon so viel weniger wichtig. Es war dort schon nicht mehr so wichtig, aber das noch weniger. Und er ist auf DVD rausgekommen. Ja, das und dort, ist wirklich historisch. DVD. Und dort ist auch gelaufen wie Sau. Ja. Das ist im Mediamarkt. Ich weiß noch, ich habe ja mal, weißt du, meine Großmutter hat einen gekriegt. Und ja, ja, ja. Also, die Gage habe ich eigentlich wieder zurück. Hast du wieder investiert? So gut. Und ja, und mein Großmutter war so stolz gesehen. Dann habe ich so gefunden, ich denke, dann schenke ich ihr den. Ja, ja. Und dann gehst du in den Mediamarkt und dann sagst du so, wo ist der? Ja, ist ausverkauft. Was? Wann kommt der wieder? Bla. Und dann denkst du so, auch das? Ja, ja. Cut zu jetzt 6 Jahre später oder so. Und so, wenn kaufst du noch einen DVD, hat ja niemand mehr einen DVD-Player. Wenn du irgendwie noch eine Playstation da hast, ja, das kannst du noch DVD reinschießen, aber... Ja, und wenn, dann ist es gleich, wenn du etwas kaufst, kaufst du vielleicht eher ein Blu-ray und das ist natürlich dann produktionsmäßig auch nochmal... Mhm. Also ja, DVD ist einfach rein qualitativ, also... Aber es ist lustig, es ist immer noch ein valides... Also eben, du merkst halt so, 20 Regeln ist natürlich... Hast du verkaufen vielleicht irgendwie noch 10 DVDs pro Jahr, oder? Immerhin. Und auf der anderen Seite hast du dann einen Film, weil auf einmal ist, wo du wirklich noch... DVDs verkaufst, aber dort ist wieder, bist du wieder mit dem Publikum, weil das sind, ich sage jetzt mal, ältere, also 50 plus, oder? Yeah. Und 50 plus schätzt halt vielleicht noch das Ding im Geschäftli haben und auch die Einfachheit, das in Player zu hauen und Play drücken. Yeah. Ja, weil sonst musst du da mit denen, gut, nach der Pandemie ist vielleicht das auch populärer mit der ganzen Online-Streaming, ich glaube, da haben viele Leute umgeschaltet, aber das ist noch spannend, je nach Film. Also auch nach Popularity vom Film. Du verkaufst eigentlich den Outlet schon, aber der Drop ist natürlich ist Logo. Ist, also wenn du nachher auch noch vor 10, 15 Jahren, wo DVD halt einfach das Outlet war, also das ist crazy, oder? Ja, und ich habe jetzt, also ich meine, ich glaube, irgendwann habe ich 400 DVDs gehabt, jetzt habe ich noch 15. Okay. Und das sind wirklich eben nur so Erinnerungsstück. Ja. Und Zeitdokument von einem Film, der Serie. Ich habe eigentlich all deine Filme. Okay. Etienne habe ich noch, La Famille TGV habe ich noch. Ja. Und wirklich so 2, 3 Lieblingsfilme, wo ich einfach weiss, es ist ein bisschen ein Pain, weißt du, so klappisch oder irgend sowas. Weil so, es war ein bisschen mühsam, überhaupt den Film irgendjemand zu finden. Und wenn du dann wirklich willst schauen, schmeißt du mal rein. Aber ja, eben Qualität ist dann auch so wieder ein bisschen voll. So, shit, das ist ja nicht HD. Ja, voll. Und es ist wirklich, die Produktion von einer Blu-ray ist halt schon relativ teuer. Ja. Yeah. Und du hast gleich nicht, du kannst gleich, also wenn ich sage, ja, man kauft eher Blu-ray, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Weißt du, es ist dann so ein bisschen, wer kauft denn wirklich noch Blu-ray? Sammler, ich als grosser Sammler, ich habe gefunden, das kann ich mir nicht leisten. Ja, das ist crazy. Ja, wir haben jetzt auch wieder ein Screening, wir haben jetzt einen Open-Air, wo man Schweizer Film zeigt und es gibt einfach nur... Es gibt noch eine DVD. Nachher haben wir irgendwie jetzt geschafft, einen Link zu kriegen vom Produzenten. Und das ist nachher auch, weißt du, dann schickt er mir einen Link von seinem Master und so. Crazy, oder? Also es ist so langsam, also mein DCP gibt es ja, also Digital Cinema Packages mit Safety. Was heißt und so. Das sind einfach, weißt du, anstatt Filmrollen hast du jetzt einfach so Harddrives, die mit Schlüssel funktionieren und so. Yeah. Das ist ja, das ist offiziell, aber wenn ich... Wie eine Crypto-Wallet. Ja, genau. Yeah. Aber wenn ich ein kleines Open-Air-Cinema mache und dann muss eine DCP-Projektion aufbauen, weißt du, dann das macht jetzt echt voll null Sinn. Das ist sau teuer. Und darum machen wir immer noch auf Blu-ray und bei einem Film habe ich nur eine DVD gehabt und dann habe ich mir so einfach lavieren, so, hey, können wir einen Link haben, vielleicht, dass es einigermaßen aussieht. Ja. Ja, voll. Was ich noch weiss, und dann hören wir auf, von diesem Film zu reden, aber was wirklich geil war, ist eben unabhängig von, wie er noch released worden ist und Open Menschen gesehen, weiß ich noch, und das ist richtig krass, effektiv dann zu sehen, wie die Menschen auf den Film reagieren, wenn er dann draußen ist und du kannst ihn nicht mehr zeigen und es hat andere Menschen, die dann schauen, das ist schon mega geil. Weil wir sind sogar mal auf Würzburg
Würzburg, yes. Internationales Filmwochenende Würzburg. Würzburg ist super. Da jeder Film kann ich zeigen. Das ist so super, die sind die Besten. Das ist ein richtig geiles Filmfestival. Ja. Da haben wir auch noch, haben wir noch ein paar Filme entdeckt, wo irgendwie sonst nie auf dem Schirm gehabt. Der eine ist skandinavisch. Ja, ja, ja. Sind wir zusammen im Kino gesessen, am Schluss beide gekühlt. Ja. Aber grossartig gesehen. Und, das ist echt inspirierend, ja. Und dort ist in einer Turnhalle mit... Ja. Untertitel, weil ich meine, das ist ja Franken, also die haben es nicht per se verstanden. Ja, Französisch, Deutsch, wir haben eine Version gemacht mit komplett deutschen Untertiteln, genau. Auch Schweizerdeutsch. Und, genau, und dann hast du irgendwie in einer Turnhalle, haben sie den Film gezeigt, so Primetime, und sind 450 Leute in der Turnhalle gesehen. Es ist so skurril gewesen, ja. Die haben das so geil gefunden, und das ist dann schon krass, also weißt du, wo du dann wirklich... Völlig anders, wenn ich auf der Bühne stand und ein Programm spiele, dann bin ich ja konstant am Arbeiten. Ja. Natürlich kann ich es ab und zu hier und dort genießen. Natürlich kann ich sagen, das ist jetzt eine geile Show und das ist eine weniger geile Show. Aber du kannst es dann wirklich einfach zurücklernen und sagen, da, das ist meine Arbeit, viel Spaß. Und dann kannst du einfach genießen. Ich weiß noch, wie unterschiedlich die Leute gelacht haben, wenn wir eben in Lausanne gesehen sind. Sind sie bei den französischen Jokes völlig anders gekommen. Yeah. Und dann gehst du auf Bern, dann kommen sie bei denen Jokes anders als zu Basel, weil die checken natürlich noch einen, das ist eine kleine Zusatzinfo. Wolterplatz ist immer ein bisschen frei. Stimmt, das ist ein Riesenkrach. Yeah. Nein, das ist schon so. Das ist, also ich meine, das mit der Perception, das war auch eine Lernkurve von dem Film, oder? Wenn du einen Film machst mit Französisch und Deutsch mixst, ist es mega cool eigentlich. Aber rein publikumsmäßig ist es schwierig. Logisch. Weil der Deutschschweizer macht die ersten 15 Minuten in Französisch, kriegt die feinen Witze nicht unbedingt so voll mit, weil er muss Untertitel lesen. Mhm. Und auf der anderen Seite, der Französisch sprechende hat einen Blast in den 15 Minuten den ersten und muss dann umschalten auf Deutsch, oder? Aber das ist alles cool, das haben wir auch. Das ist halt jetzt immer eine Überlegung, wenn du das wieder machst mit diesen zwei Sprachen nicht. Und ich glaube, was sich auch gezeigt hat, je weiter wir von der Schweiz weg sind mit dem Film, desto einfacher ist der Film auch geschaut worden. Oder? In der Schweiz bist du natürlich sofort, also sag ich mal, wenn auch professionelle Filme machen können, dann schaut er den anders an. Der sieht, auch wenn ich einen Film in Locarno schaue, dann denke ich, ist das gut gewesen? Oder hätte ich noch etwas anders gemacht? Weißt, so bist du bist ja dann wie im direkten Vergleich mit denen. Dann, wenn du einen Deutschschweizer hast, schon in Zürcher schaut er 20 Regeln wahrscheinlich anders, weil Basler Dialekt drin ist und so weiter. Mhm. Aber wenn du aus dem Land gehst, auch in den USA haben wir ja Screenings gemacht. Die Leute sind abgegangen, weil die haben null Vorurteile. Yeah. Und das sind zwei super Stories. In Würzburg war ja einer, der Florian, der hat den Film so toll gefunden und hat gesagt, den müssen wir unbedingt programmieren. Und dann hat er ihn dort durchlobbyiert. Das war, glaube ich, nicht so einfach gewesen, dass sie den zeigen. Etienne damals war einfacher gewesen und La Famille des Chevilles war dann wieder einfach gewesen. Mhm. Und ich habe ihm dann gesagt, schau, super, und dann zeigen, wir müssen da auch nicht irgendwie jetzt groß etwas verdienen, no risk no, und so weiter. Mhm. Und dann sind wir gegangen und haben herausgefunden, dass der in dieser riesen Turnhalle gezeigt wird. Zweimal. Yeah. Und ich habe gedacht, Gott, jetzt habe ich da, also weißt du, ich habe gedacht, da kommt irgendwie ein kleines Kino, dann haben wir das Glück, wenn da irgendwie 100 Nasen kommen. Und dann ist das ausverkauft und zu einem saumässigen Erfolg geworden, irgendwie, weil die Leute die Distanz hatten und in den USA haben wir genau das gleiche Ding gehabt. Das geht zurück zu dem, wie du eben deine Partner hast und wie sie es können pitchen. Mhm. Weil wir haben damals, also ich habe immer das Glück gehabt, mit dem Konsulat von Los Angeles eine Vorstellung zu machen, weil ich auch lange gewohnt habe dort und so. Und bei dem Film sind sie so gesehen, ja okay, machen wir, aber wir tun es jetzt nicht offiziell präsentieren, wir machen ein Apero und so, wir laden Leute ein und wir haben dann Leute eingeladen und wir haben das Kino gefüllt und was auch immer. Aber selber organisiert. Und am Konsulsein-Ding ist so ein bisschen gesehen, was kann er von der Schweiz zeigen in dem Film? Ja. Yeah. Weißt du, wenn du irgendwie die göttliche Ordnung zeigst, dann ist das Thema Frauenstimmrecht. Weißt du, dann hast du, oder auch, keine Ahnung, mein erstes Screening in L.A. war ein War-Photographer, ein Doc über einen Schweizer War-Photographer, oder nicht ein Schweizer, nein. Aber immerhin, das sind halt so Themen, wo du kannst sagen, hey, das ist relevant. Yeah. 20 Ringel für Silvi, ja, okay. No Sex, no Drugs, no Alkohol, oder? Party, Party. Und dann sind wir auch da und haben den Film geschaut und ist sensationell angekommen. Und das Q&A ist einzig und allein darum gegangen, wieso es in der Schweiz zweisprachig ist. Also weißt du, wieso der Film zweisprachig ist. Und bam, sind wir in einem urschweizerischen Thema drin gewesen. Yeah.
Zweisprachige Schweiz, Französisch, die verschiedenen Regionen und so weiter. Und am Schluss die Konsul ist zu mir und ich fand, hey, super gesehen, mega toll. Und so. Aber das ist der Abstand, also, oder? Du musst jetzt erst wissen, warum, genau, was ist jetzt das, was du vom Film rausnimmst? Es ist eigentlich ist eine Hollywood-Komödie. Das ist ja noch, weißt du, das ist dann die andere skurrile Ding gewesen. Es ist ja wirklich geschrieben gewesen von Amerika. Mhm. Es ist Berkeley, was ist das Ding, Fresno. Dort hat das gespielt und dann sind wir in der Schweiz, haben sie in der Schweiz gemacht, aber auch an einem Screening in L.A. haben alle gesagt, oh, this is such a Swiss movie, it's so Swiss, oder? Und das ist irgendwie, das zeigt irgendwie doch, dass du also irgendwie auch etwas richtig gemacht hast, dass du einen Film gemacht hast, wo die Leute abgeholt hast und es gar nicht wirklich um, also dramaturgisch muss es funktionieren irgendwie für die Leute, sonst würde sie ja sagen, ja, okay, das hätte ein amerikanischer Film zum Beispiel sollte sein, oder? Oder so irgendetwas wäre dann das Feedback, oder? Das ist schon lustig. Ja klar, aber es ist ja nur ein Swiss Movie, weil es zwei Sprachen hat und weil du etwas anderes siehst. Ja. Weil du nicht irgendwie Studio City siehst oder irgendwie so amerikanisch gesehen, sieht es oft ähnlich aus, ob es jetzt die kleine Stadt ist oder die kleine Stadt. Manchmal ist es ein bisschen mehr wie, ist ein bisschen weniger drumherum. Und einfach schon nur, weil sie mal Berge gesehen. Ja, aber ich habe mich auch jetzt überzeugt, dass man wahrscheinlich sehr viel Geschichte, also wirklich Geschichte, nicht die Form von der Geschichte, die erzählst du eigentlich egal wo. Yeah. Weil wir sind doch, also gut, es gibt schon noch die Unterschiede zwischen der westlichen Welt und anderen Geschichten an sich, aber eben gerade oftmals Filme, die ich habe, die jetzt auch für die USA geschrieben sind, die kannst du locker in der Schweiz erzählen. Mhm. Natürlich jemand, der vom Metier ist, der wird immer sie irgendwie wahrscheinlich das kritischer betrachten, aber das Publikum, Das ist ja Filme machen. Das ist wie heißt das? The Belief of the Disbelief. Es gibt so eine tolle, jetzt habe ich vergessen. Dass du eigentlich reingehst und du glaubst schon alles am Filme machen. Mhm. Egal, wenn ich dir oft ist, dass einer mit seinem kranken Hamster auf eine Velotour geht, dann bist du nicht so, ja, aber warte mal, wie ist das möglich? Übrigens, ein wahrer Film von dir. Ja, genau. Eben, aber du bist nicht dort und sagst, ja, Moment, das funktioniert doch irgendwie gar nicht. Oder auch La Femme déjà vu, der schießt einen Brief aus dem Zug raus. Ja, wie landet das in dem Garten hin und dass die das findet? Yeah. Sondern du gehst im Film machen immer den Benefit of the Doubt und sagst, okay, doch, überzeug mich. Yeah. Und dann ist dein Job, das dramaturgisch so zu verkaufen, dass die Leute das nachher glauben. Mhm. Und egal, dort musst du eine starke Geschichte haben, die eigentlich überall irgendwie muss funktionieren. Und dann verpackst du sie mit irgendwie einem geilen Setting. Absolut. Ja. Das ist im Stand-up ist es genau das Gleiche. Mal. Das ist ja auch universell in der Geschichte. Natürlich kannst du mega lokale Jokes bringen, wo dann nur gerade die Menschen da verstehen. Aber eben, wenn du eine Geschichte erzählst, und dort kommt es genau das Gleiche. Es ist wie Roman und was weiß ich. Wenn du sagst, ich bei mir etwa 85% sage ich, eben sind wahr im Normalfall. Und die letzten 15% sind ja auch dramaturgisch. Ja, voll. Zum einerseits unterhaltsamer machen und vor allem lustiger, dass einfach mehr passiert. Ja. So, oder? Ja, und dort hockt dann auch niemand drin und sagt dann, ja, aber der Teil glaube ich nicht. Also weißt du, es verschwimmt alles. Und ich hatte zum Teil Gespräche, ich weiß noch, wie ich am Anfang alles habe wollen, wahr erzählen. Ich habe das muss alles stimmen. So, oder? Und irgendwann habe ich mit einem geschwätzt und gesagt, hey, aber dort und dort, warum sagst du das zum Schluss? Also weißt du, weil es irgendwie geht wie zusammen. Oder? Und ich so, ja, weil es so passiert ist. Und dann so, ja, du machst das noch oft, gell? Und dann habe ich so ein bisschen überlegen, so, aha, Und jetzt habe ich die Gespräche mit anderen Comedians, weißt du, die irgendwie sagen, nein, das glaubt mir ja niemand. Weißt du, nur ein Satz dazwischen, wo irgendwie auf die fucking funny ist. Ja, und wenn auch? Wahrscheinlich checken sie, dass du das jetzt als Witz meinst, aber es ist lustig, oder? Und das Gleiche ist eben beim Filmemachen, wo sie, es gibt so, die schlechteren Filme sind so die, wo du nach einer Viertelstunde, 20 Minuten so findest, ah ja klar, und dann passiert noch das. Ah ja, was für eine Überraschung. Wirklich so ein Zufall, oder? Ja. Und wenn du aber mal richtig zurückzoomst in deinem Kopf und überlegst, was wirklich realistisch ist in einem Film, dann würdest du ja gar nicht aufhören. Ja, voll. Aber es ist dann eben richtig inszeniert, dass du findest, ah, das ist schön. Soll die Fantasie auch anregen? Oder? Ja, voll. Ich glaube eben, die Kunst ist ja, dass das Publikum deinen Film oder auch dein Programm fertig macht. Oder? Und das ist ja das, was die grosse Challenge ist, darum sind wir ja ewig in Entwicklung, weil wir wollen ja jetzt auch beim nächsten Film, wenn wir irgendwie
dass sie so machen, dass es eben nicht einfach, es gibt dann lesest du einfach und du weißt einfach, hey, da, die passt, das ist too easy, oder? Natürlich kannst du es fixen, kannst du sagen, ja, das ist jetzt Tag und dann machst du das nicht weiter und so. Und das kann auch funktionieren, weißt du, ab und zu musst du auch sagen, ja, du kannst nicht alles perfekt fixen in einem Film, aber es ist halt schon der Anspruch. Ja, und schon, wenn du schon mit dem reingehst, dann... Also es hat auch bei den 20 Regeln haben wir ein paar Änderungen gemacht vom amerikanischen Buch ins Deutsche. Yeah. Da hast du auch gesehen, wie genial die Autorin in den USA, die Megan, war. Yeah. Weißt, dort haben wir wirklich ein paar Sachen geändert, auf rationeller Basis. Also zum Beispiel, alle, die den Film schauen, achtet euch mal drauf, also sage ich jetzt mal, dramaturgisch ein schwieriger Moment ist, wo der Bertie entscheidet, dass er in Basel bleibt. Yeah. Und das ist von mir aus gesehen ganz klar, weil wir das umgeschrieben haben, aus einem wirklich dummen Grund. Und zwar im amerikanischen Buch hat er, ist er zu dem Laden, wo dort ist noch ein Chines gewesen, und jetzt ist der Saban oder, in seinem Laden und hat mit dem einen kleinen Crux. Und dann hat eigentlich in der amerikanischen Version ist er raus und hat gesehen, dass der for hiring ist. Und das ist typisch amerikanisch. Oder Hiring. Yeah. Das sehe ich ja in der Schweiz praktisch nie in einem Laden. Das steht, we're hiring. Yeah. Und dann hat im Feedback geheißen, ja, aber das kannst du nicht bringen, das gibt es in der Schweiz nicht. So das und ist so auch so, irgendjemand in einem kleinen Laden, in einem Quartierladen, ein Schild raus tut, ja, wir suchen Leute. Yeah. Das, ja, logisch, das ist ein kleines Familienunternehmen, die haben immer ihre eigenen Leute. Genau, oder das gibt es in der Schweiz nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das stimmt, das gibt es nicht. Und dann haben wir gesagt, das nehmen wir draus. Und dann ist es so, dass er eine Konversation hat mit dem Saban und der Saban nicht überzeugt ihn dann zum da bleiben in Basel. Und jetzt hat es aber eine dynamische, komplette Veränderung gegeben, weil im Originaldrehbuch ist er draußen und hat das gesehen. Yeah. Und hat gerade Stress gehabt mit dem drinnen und ist rein und hat gesagt, you hire me. Yeah. Oder, und das ist rein dramaturgisch, dass der Charakter, den du folgst, einen aktiven Entscheid macht. Yeah. Das hast du so gespürt im Schnitt. Dass dort wie, irgendwie hast du es angekriegt, dass er auch irgendwie Jo sagt dazu und dass es von ihm auskommt und so. Und es hat einen Outtake gegeben vom Carlos, wo er auf dem Balkon hockt und er einfach irgendwann mal gesagt hat, ja. Und ich bin so Gott froh gewesen um das, weil das nicht im Buch gestanden. Yeah. Und dann, wo der Saban ihm sagt, hey, du musst in Basel bleiben, dann sagt er, ja. Und das war das Einzige Proaktive, das ich hatte, dass er dort ist geblieben. Aber was du merkst, dramaturgisch dort ist für mich, also ich denke, für die Leute ist es nicht so relevant, aber für mich ist immer dort, denke ich mir, fuck, er müsste dort wirklich in den Laden rein und den anderen dazu zwingen, dass er eigentlich den Job kriegt und kann dort bleiben. Yeah. Ja. Und das ist... Ich denke immer, künstlerisch bei Film, ich kann ja, das erzähle ich auch immer wieder, ich kann ja ein Programm, kann ich ja bis zu der Nähe, kann ich konstant verändern. Ja. Und es ist halt dann nicht fertig. Ich spiele es einfach dann nicht mehr. Ja. Weißt, aber es ist so eine bewegende Masse, wo sie von der Premiere, auch wenn es nur Details sind, aber es passiert immer etwas. So, oder? Und ich glaube, künstlerisch muss ja bei einem Film, muss ja dann wie auch wie will ich sagen, inneren Frieden finden damit. Ja. Du musst dich irgendwie abfinden damit und du musst eine Akzeptanz haben von dem, oder? Und ich meine, ich als Schauspieler, der auf ein paar Szenen gedreht habe, ich sehe mega, das würde ich anders machen. Und dort bin ich sowieso nicht ganz zufrieden gewesen, schon damals, aber wir hatten keine Zeit mehr gehabt und irgendwie hätte es weitergehen und so, oder? Und es ist am Schluss... Also bei mir sind so Details, oder? Und ich glaube, als effektive Filme machen, musst du irgendwann einfach sagen, hey, so ist es gesehen. Ja, so ist es. Das spielen wir eigentlich mit Aufzeichnung vom Programm. Ja. Ja, es ist aber irgendwann musst und du merkst halt auch, wo der. Aber das ist eben cool gewesen, dass der Gregor mal reinkommst und noch geschnitten hat, weißt, und dann musst du eben auch mal, darum ist der Prozess so lang, weißt, im Idealfall gehst du mal weg, zwei Wochen, drei, und dann kommst du zurück und dann kannst du nochmal, dann gehst du mal, also auch die lineare, die Verlockung, dass du alles linear schneidest, weißt, so wie im Buch ist. Ja. Ist natürlich, da musst du daraus raus, du musst eigentlich können, wie beim Schnitt alles nochmal neu erfinden. Ja. Aber auch dort, wenn du im Drehbuch Problem hast, dann wirst du auch schwierig haben im Schnitt, dass also das spürst. Ja. Also eben das Beispiel von dem Entscheid, von der Szenenänderung, das habe ich bis zum Schluss gespürt. Und heute noch mehr auf der Leinwand, denke ich mir,
Das ist, aber es war eine Lesson gesehen, oder? Also wenn du jetzt La Famille Tische schaust, dann steht zum Beispiel dort, das ist, ich glaube, sogar ein Sign on the door, das heisst, we need help. Unabhängig davon, aber... Wird das deine weiße Taube, dass du nicht im Film nicht mehr hast? Making up for it. Nein, aber dort ist zum Beispiel die Diskussion überhaupt nicht mehr entstanden. Weißt du, dann bist du plötzlich halt auf dem... Dann überlegst du dir eben gleich eher... du hast mit, also dort ist ja cool, mit dem Regisseur und dem Autor zusammen arbeiten. Und dort hast du dann halt die Diskussion, hey, das dramaturgisch muss da etwas Aktives passieren, da redest du nicht mehr. Und wenn dann heisst, ja, okay, aber das würde er nicht machen, dann denkst du, ja gut, was könnt ihr machen, was ist das gleiche Phänomen, einfach, dass du nicht das Konstrukt kaputt machst, du findest ja immer etwas anderes. Also, und das finde ich mega cool, aber es geht mega lang, bis du da alles, die Puzzleteile so richtig drin hast. Jetzt hast du schon ein paar Mal erwähnt, La Famille et le TGV. Ist ja per se ein Kurzfilm. Und ich weiß noch, wie früher ich mir immer gedacht habe, warum macht man Kurzfilm? Weil ich habe das wie nicht verstanden. Ja. Ich habe gesagt, entweder machst du eine Serie oder du machst einen richtigen Spielfilm, weil sonst kannst du ihn ja nicht wirklich ins Kino bringen, so und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch extrem verändert, weil man schaut gerne mal ein 30 Minuten Feature auf irgendeinem, folgt nicht, von mir aus YouTube oder was weiß ich. So, und du hast einen Feature-Film gemacht, eben einen Kinofilm, läuft im Kino, kommt auf DVD, etc. etc. Und dann als Produzent ein Kurzfilm. Und mittlerweile verstand ich ein bisschen, warum es macht, aber ich glaube, man muss trotzdem ab und zu erklären, warum es auch zum Teil nötig ist und auch zum Teil nicht anders möglich ist, warum man einen Kurzfilm überhaupt macht. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt schon klassische Gründe, wieso man das macht, wenn man irgendwie anfängt und sich mal ein bisschen so als Übungstool fürs Portfolio, dass man irgendwie mal etwas zeigen kann und so. Je nachdem. Auch finanzierungstechnisch kannst du natürlich mit einem Kurzfilm relativ machen. Eben die Outlets, die es jetzt gibt. Es gibt ja wirklich auch Outlets, die du kannst zeigen. Früher hat es auch gegeben. Früher hast du gerade einen Kinofilm, einen Kurzfilm zeigen. Das war sogar noch monetarisiert gewesen. Jetzt YouTube, ist halt einfach, du hast ihn dort, die Leute können ihn schauen. Aber es ist eigentlich wie bei den 20 Regeln. Es gibt immer einen recht rationellen Entscheid, wieso man etwas macht. Ich glaube, beim Film bei mir ist das bei den 20 Regeln ist ganz klar gewesen, wir machen einen Schweizer Film, ich will mit den coolsten Leuten zusammenarbeiten, das war Ambition gewesen, irgendwie das Buch zu machen. Also es hat ganz viele Gründe gehabt. Bei La Famille Déjà Vu ist so gewesen, ich wollte mit dem Timo einen Film machen. Das war eigentlich die einzige grosse Motivation gewesen, zum mit ihm etwas zu machen. Und wir haben 2013, das ist eigentlich nach der Produktion vom 20 Regeln, haben wir gesagt, sind wir in Locarno geguckt und haben etwas entwickelt zusammen. Und haben gesagt, wir machen jetzt einen Langspielfilm zusammen, ich produziere seinen ersten langen. Und er hat dort eine Idee gehabt und dann haben wir es gemacht und so weiter. Und die Idee ist dann relativ schnell, weil der Team hat ja mega viel Kurzfilm gemacht und ist sehr, von seinem Style her, ist so ein bisschen eine Schweizer Hoffnung, auch heute noch. Natürlich ist er in dem Ding. Und dann ist das Projekt von jemandem weggeschnappt worden, von einem grossen Produzent, und dann haben wir das nicht mehr gehabt. Und dann ist er, ich bin in den USA gewesen, Ende 13, eben, wo der Gregi geschnitten hat. Und dann schreibt er mir eine Geschichte gesehen, da im Newspaper, da im Blick am Abend von dieser Frau, am Zug zuwinkt, und er würde das gerne in einen Kurzfilm machen. Und dann hat er gesagt, ja los, ich finde es super, aber ich mache keine Kurzfilme, oder? Also könnt das schon schreiben, ich lese das sehr gerne und so, und ich würde es vielleicht auch mithelfen, wir können mal mitnehmen. Und dann hat er es geschrieben und dann ist es noch cool gefunden, und dann hat er gesagt, er hat jemanden gefunden und ob ich mal eine Stunde lang anhocken mit dieser Person, um der zu sagen, wie man das könnte produzieren. Und aha, die Person, die er gefunden hat, hat produziert. Ja. Also weil ich habe gesagt, ich mache keinen Kurzfilm. Und er hat das eigentlich auch gesagt und er hat den Deal gebrochen. Und dann sind wir angesessen und haben das Konstrukt, weißt du, so mit der Förderstelle und wo man gehen können. Und eben dann plötzlich SBB und weißt du, so all die, haben gemerkt, okay, das ist 20 regelmäßig, ist das schon einmal eine andere Ausgangslage. Und dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht ist es gar nicht so ein schlechter Move, einen Kurzfilm zu machen.
weißt du, indem dass du so ein bisschen auf ein Radar kommst, du bist so der Rebel mit 20 Regeln, der einfach einen Film gemacht hat, oder? Wo either you love it or hate it. Und dann kommst du auch mit dem Timo, der doch auch, weißt du, so ein bisschen eher mehr, ich sag jetzt, ja, er hat sicher mehr Respekt gehabt in der Szene. Ich bin ja, weißt du, auch noch der Amerikaner, der irgendwie zurückkommt. Das ist auch nie jetzt gerade nur positiv. Ist das dein Ruf? Nein, ich sage es nicht, aber ich glaube schon, okay, dass ich oftmals, dass es nicht immer nur positiv ist, wenn du erwähnst, dass du in den USA gewesen bist. Yeah. Das kann man schon sagen. Ja. Yeah. Also, ja. Yeah. Aber es hat sich jetzt auch wieder verändert. Weißt du, vor 10 Jahren war das noch anders gewesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Das Business ist so international geworden und ich glaube, die Leute haben langsam auch gecheckt, dass Hollywood, they don't care, wo der Film herkommt. Solange dass durch die Pipeline durchgeht von innen und Geld macht, kann der aus Skandinavien sein, aus der Schweiz, aus weiss nicht was. Ja, wie jetzt Dings? Another Round. Ja, eben. Das ist jetzt schnell mal überall durch. Das hat sich so verändert. Yeah. Ich glaube, die Leute sind auch, das Hollywood hat sich, also das ist komplett, weißt du, auch die Miniseries, die angekommen sind, das wird ja eh alles am Schluss kopiert. Also weißt du, von dem Konzept her sind wir sicher relaxter geworden. Aber ich habe gedacht, ja, die Kombination könnte noch spannend sein. Und dann haben wir drei Regeln auf, also nein, erstens mal ist dann am nächsten Tag, habe ich noch ein Telefon gekriegt von der Person, die das hat produzieren wollte und hat mir irgendwie gesagt, ja, könntest du mir noch die Notizen schicken, die du gemacht hast? Und ich habe irgendwie gedacht, so, hey, jetzt habe ich irgendwie 3 Stunden dort gehockt und jetzt noch die Notizen, also weißt du, ich habe nicht gefunden, im Team angeschaut und gesagt, hey, komm, ich produziere das, wir machen das. Aber wir brauchen ganz klare Ziel für uns, weil wir einen Kurzfilm machen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einerseits in Vorbereitung darauf, weil er ist so, weißt, wirklich ein Guerilla-Filmmaker gewesen, der hat alles selber gemacht. Also, dass er nicht nur Making-of-Kamera auf dem Kopf gehabt am Set und weiss nicht was. Yeah. Der hat wirklich, dann hat er gesagt, look, einerseits können wir es brauchen als Test, um wirklich ein professionelles Set zu haben. Eigentlich 20 Regeln ist auch voll professionell organisiert gewesen, oder? Aber dass wir das genau gleich machen, dass die Leute zahlt sind, also ein Budget haben und dass wir einen Star kriegen für die Hauptrolle. Mhm. Und das sind unsere drei eigentlich grosse Ziele für uns persönlich, um den Film zu machen. Yeah. Also es ist eigentlich nicht darum gegangen, Kurzfilm nicht mehr um das, sondern es ist eigentlich darum gegangen, wir haben das Buch geglaubt und haben dann gesagt, jetzt. Und dann haben wir die professionelle Struktur ist relativ simpel, die haben wir eh schon gewusst, wie wir machen. Yeah. Dann ist es mehr darum gegangen, dass ich auch gesehen habe, wie er in dem arbeitet. Weil das ist noch wichtig, wenn du ein Feature machst, ist es nochmal ein bisschen komplizierter. Und die Finanzen sind dann nach 1,5 Jahren harter hin und her, haben dann plötzlich alle zugesagt gehabt. Wir haben ja dort wirklich vielleicht einen von den teuersten Kurzfilmen gemacht in der Schweiz. Das ist wirklich, das ist teurer gewesen als 20 Regeln. Yeah. Wirklich crazy. Und ja, eigentlich. Du hast ja nur einen Zug und eine Frau. Ja, gell. und das mit, also eigentlich so 4-5 Monate bevor, also ein Jahr haben wir finanziert und dann 4-5 Monate vor dem, wir sind drehen, haben wir dann das mit der Jane Birkin also angegangen und dann hat sie auch zugesagt. Yeah. Dann haben wir auch den dritten Punkt können erfüllen. Und wie, so wie, ist das. Wie gehst du denn das an? Also ich meine, ich kann ja sagen, ich will, keine Ahnung, ich will es da an einem Comedy-Festival. Und klar, kannst einfach mal eine Liste machen und dann gehst du irgendwie einen offiziellen Weg, aber das bringt ja meistens dann nicht so viel. Ja, also ich denke, es ist immer ein bisschen natürlich sehr schwierig. Es hat auch mit viel Glück zu tun. Also ich habe beim Gässli Film Festival haben wir eine ähnliche Situation, dass wir immer mit Gästen, weißt, so einladen und so. Und du hast den offiziellen Weg, wo du einfach gehst und die Person über einen Agent oder über oder auch direkt anschreibst und musst einfach hoffen, dass sie es cool finden. Yeah. Du hast natürlich die Möglichkeit, über Leute zu gehen, die dich positiv vorstellen, dass die überhaupt hören. Und also das ist ein recht komplexes Ding. Und ich glaube, von diesen Millionen Anfragen an irgendwie, sag jetzt, Talent, die man kennt, ist natürlich ein Bruchteil, der geklappt hat. Yeah. Und bei der Jane Birkin war es eigentlich so gewesen, dass wir ziemlich schnell gewusst haben, dass sie unser Favorit ist. Also wir haben uns ja gewusst, dass sie Französisch ist. Wir müssen jemanden haben, der Französisch hatte, der irgendwie 70 ist und wo irgendwie ein bisschen natürlich daherkommt. Und dann haben wir das entschieden, dass wir sie fragen und dann machst du halt eine Strategie. Also das ist wie so, also erstens mal schraubst du dein Ego zurück, dass du nicht der musst sein, wo jetzt das allein muss ein Land ziehen. Das ist glaube ich, eine der grössten Hürden,
Das hat in meinem Leben vielleicht zweimal geklappt, aber nicht einmal einfach, weil ich geholt jemanden angeschrieben habe. Randall Kleiser zum Beispiel im Gässli Film Festival, da habe ich eine E-Mail gefunden und ich habe ihm eine liebes Mail geschrieben und er hat gesagt, super, finde ich toll und ist gekommen. Yeah. Aber so unproblematisch ist das nie. Yeah. Also du musst immer zurücktreten und denken, okay, wie kommen wir jetzt da am besten an? Oder? Weil dann überlegst du, was ist denn der Benefit von irgendwie der, der dir hilft, dass der das macht? Ist es dein guter Kollege? Ist es dein Vater? Ist es, ist es irgendwie jemand, wo du mal zusammen geschafft hast? Also es sind so die Favors, wo man halt spielt, auch in dem Business. Yeah. Und dort sind wir wirklich so ein bisschen auf den Ding gekommen, dass der Timo hat so einen Mentor, der ist ein mega cooler Typ, Giles, der hat irgendwie der Acting School und der beratet viele Leute und der hat uns auch schon schauspielertechnisch beratet, hat auch ein paar, eigentlich der andere Cast im Film hat er zusammengebracht. Und er hat dann einen Casting Director kennt in Paris, wo der Agent kennt hat von der Jane. Mhm. Und dann haben wir halt über die Dinge irgendwie das zu Jane gebracht, das Buch, und Glück gehabt, dass sie es toll gefunden hat. Yeah. Also, ja. Aber ich glaube, in dem ganzen Konstrukt, das ist halt so eine, dass das überhaupt geklappt hat, da kommt deine ganze Lebensgeschichte rein, oder? Dass die Leute können, also der Timo irgendwie, der ist überzeugt gewesen, dass ich irgendwie der beste Produzent bin, oder? Und ich bin voll überzeugt gewesen, dass der Timo so einen geilen Style hat und sich mit dem schon mal die Grundenergie, die reinkommt, und dann kannst du das auch backen als Externe, dann weißt du, hast du eine mega Energie von zwei Leuten oder mehreren Leuten oder einem Film, dass du deine Connection überhaupt brauchst. Weil das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn du jemanden fragst. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mir helfen, zu dieser Person kommen? Mhm. Und dann gebe ich alles. Und dann kommt die Person und dann heisst es am Schluss, ja, weißt du, wir haben es uns anders überlegt. Also weißt du, es ist so wirklich ein High Game von Trust und einfach ein Community am Schluss. Weil ich glaube, dass du jetzt irgendjemanden erreichst, der komplett auch anders tickt als du. Mhm. Die Leute spüren schon auch etwas aus. Ich glaube, wenn das Jane Birkin schon gemerkt hat, oder auch selber, das haben wir ja dann am Shoot gemerkt, dass sie gar nicht interessiert ist, irgendwie in einem grossen Hollywood-Projekt Projekt zu arbeiten, sondern eigentlich das familiäre, kleine Enterprise, das wir da hatten, das ist genau richtig gewesen. Yeah. Und die Lebenssituation von ihr und so. Und das ist einfach Glück, Strategie, Glück, Passion, halt das, was irgendwie zusammenkommt, wenn du etwas kreierst, im besten Fall. Also der Carlos hat mir mal gesagt, er hat auf den Zug gesagt, wegen deiner Energie. Und ich fand, also du hast wirklich auf den Tod geredet. So, eben mit Passion, so, oder? Wo ich fand, der Dude, ich muss einfach irgendwie mitmachen. So. Ja, aber ich glaube, auch mit Carlos ist es ja mega toll, dass wir auch, also ich glaube, dass wir irgendeinen gemeinsamen Nenner haben. Und also weißt du, wenn dann auch irgendwie unterwegs bist zusammen, dann merkst du gleich, dass gewisse Örtli, also weißt du auch rein schon, wenn du nicht mehr reingehst, bist du willkommen oder nicht. Yeah. Ist oft so, dass also die Szene, wo jetzt mir nicht so drin, nicht, ich nicht so drin passe, da bin ich auch schon so mal frustriert nicht mehr weggelaufen und hatte Carlos getroffen und dann hat er gesagt, ja, da haben wir darüber geredet und dann hat er gesagt, ja, er sei gerade da und es ist einfach ein Frust. Yeah. Und du merkst, dort hast du einen gewissen gemeinsamen Nenner, natürlich nicht alles, aber das sind eben die Sachen, die glaub, dann auch die Leute zusammenbringen. Und ja, ich denke, wenn du so auch mit Gästen gehst, ist halt auch die Profit-Area, das ist noch die andere Sache, weißt, wo du kannst halt jemanden anfragen und dann der Person merkt raus, dass du das irgendwie einfach für dein Projekt willst, dass das Projekt irgendwie bankable wird oder weiss nicht was. Oder das für Passion ist oder also Leidenschaft. Oder. Natürlich willst du immer, also ist allen klar, dass es irgendjemand muss finanziell funktionieren, aber ist das der erste Anstoß oder ist das schon schwierig. Also für mich ist es halt immer, für mich steht halt immer das große Ganze im Zentrum. Ich weiß, es fällt mir jetzt einfach gerade eben so, weißt, so die eigenen Ziele, oder? Ich bin mal, muss jetzt sehr vage halten. Ich bin mal bei einer offenen Bühne angefragt worden, ob ich bei dieser offenen Bühne will auftreten, oder? Ja. Und es hat irgendwie logischerweise keinen Stutz gegeben, aber es ist ein toller Raum. Ja. Weißt du, wo es dann auch mit der Anfrage jetzt geheißen, hey, das ist mehr so, damit mal vielleicht, weiss nicht mehr, der Chef von diesem Raum quasi, die sieht auftreten und dann kann man vielleicht nachher ein Solo-Programm machen und so. Und dann hat er sich herausgestellt, dass das ein völlig extern organisiertes Ding ist, die Person selber gar nicht dort ist und die Person, die es organisiert hat, kommt dann zu mir und sagt, so, jetzt habe ich langsam alle Komiker von der Schweiz
in dieser Show gehabt. Also weißt du, was du so gefunden hast? Es ist wirklich reins. Ich glaube sogar wurscht gesehen, dass ich effektiv spiele, sonst hast du mir gesehen, den Namen, du kannst ja auf die Liste tun. So, ja. Und eben, wenn du das dann merkst, dann hast du gerade wieder mega Distanz zu dem Ganzen, oder? Ja, voll. Ja, es ist halt, es ist ein spezielles Feld, wo der, ich meine, das kann für die Person sehr gut funktionieren, oder hat nachher ein Portfolio, das er zeigen kann und so, aber ich glaube eben auch, du landest dann langfristig in einer Ecke, wo es um das geht. Ja. Yeah. Und ob du dich dort wohlfühlst oder nicht. Yeah. Also ich bin eher jemand, wo halt mal auf etwas verzichtet, also mal einen Film nicht macht, weil ich das Gefühl habe, die ganze Konstellation ist jetzt nicht so cool wie bei einem anderen. Es ist schwierig. Ich meine, who knows? Nobody knows anything. Aber ich bin eigentlich sehr happy mit den Sachen, wie sie funktioniert haben und wie. Yeah. Und einfach die Challenge ist natürlich mega cool auch, so irgendwie, dass du halt sehr lang versuchst, das perfekte Werk anzubringen mit den perfekten Leuten und am Schluss einen guten Ride hast. Also. Ja, also es geht ja schlussendlich darum, du willst ja nicht nur ein geiles Produkt haben, sondern du willst ja am Schluss irgendwie auch Spass gehabt haben, wenn du das Produkt erstellst, wenn es dann rauskommt. Oder? Ja. Was dann aber auch ein bewusster Entscheid ist quasi probieren, Oscar nominiert zu werden. Oder? Das muss ich auch quasi entscheiden, weil auch dort wartet ja keine Sau. Ja, die warten nicht. Also keine Sau auf die und die Film. Ja. Egal wie gut er ist, oder? Ja, das ist klar. Also das mit dem. Aber ehrlich gesagt, es ist nie. Also ich glaube, es ist wie zwei Sachen. Einerseits kannst du sagen, klar ist die Ambition von uns immer einen Film zu machen, wo voll abgeht und wo du halt einfach mega viele Leute erreichst. Und wenn du jetzt auf dem Level diskutierst, kannst du natürlich sagen, ja, eine Oscar-Nomination oder Oscar-Win ist immer in the game. Mhm. Weil wenn du dort drin bist, dann werden dann viele Leute sehen. Und, also es ist so wie die Ambition, einen Film machen, der einfach populär wird. Ich glaube, das ist immer das Ding. Aber wir sind nie da geguckt und haben gesagt, hey, jetzt machen wir den Film, dass wir nachher dann bei den Oscars sein können. Wir haben immer gewusst, wie das funktioniert. Also weißt, keine Ahnung, also irgendwie, dass es ein Anmeldeverfahren gibt und die Oscars sind einfach Oscars. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gecheckt, dass es gross für kurz, also nachher schon gewusst, dass es für Kurzfilme etwas gibt, aber Studenten-Oscars sind so ein bisschen auf dem Radar gewesen, aber aber das ist nachher einfach irgendwie passiert. Das ist noch lustig gewesen, dass das irgendwie so. Aber du musst ihn ja gleich anmelden und dann. Ja, wir haben den Film im 16 sind wir in den USA und haben dort. Eigentlich haben wir einfach eine Tour gemacht, weil wir gefunden haben, jetzt gehen wir ins Sundance Film Festival. Mhm. Der Timo war noch nicht so viel in den USA. Und Viola ist auch noch mitgekommen. Es war wirklich so ein cooles Grüppli. Nachher sind wir dort über und dann habe ich halt ein paar Leute kennt aus meiner Zeit dort. Dann haben wir so Test-Screenings organisiert. Mhm. Und der Sean ist dann noch dazugekommen. Und der hat noch so zwei Screenings gemacht für Industry. Und dort war es wirklich so, gewesen, dass wir gemerkt haben, dass der Film extrem gut ankommt. Yeah. Also weißt du, die Leute emotional reagieren. Mhm. Also weißt du, wo du nicht mehr kannst. Das ist wie eine Komödie, wenn sie lachen, dann weißt du, jetzt ist es passiert, oder? Mhm. Und dort ist es wirklich so zu den Tränen, weißt du, nachher kommen und gesagt, wow, jetzt best. Also wir sind am Sundance gesehen und haben dort zwar nicht gezeigt, aber in so einer Familie kenne ich dort und dort haben wir ein Screening gehabt und die sind gekommen und gesagt, sie noch nie so einen guten Kurzfilm gesehen, selbst im Sundance und so. Wir sind so gesehen, wir haben gar nicht gewusst, was sagen, oder? Und dann an dem Industry Screening sind drei oder zwei Leute auf uns zugekommen und gesagt, yeah, this movie has Oscar potential und so. Aber das heisst doch immer, ja, oder? Ja, voll. Yeah. Und wir haben dann auch gedacht, ja cool, das sagen die jetzt einfach so easy, oder? Und dann haben wir ja das nachher geschafft mit Locarno, dass wir dort die Premiere haben können machen. Und dort ist ein Sales Agent, das Sydney, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, ich würde den Film gerne repräsentieren. Mhm. Und wir so, ja cool, was bedeutet das? Oder? Dann hat er gesagt, ja, er verkauft er denen da. Und ja, gesagt, ja, das ist super, also wenn ich da nicht muss rausgehen und den Film verkaufen. Mhm. Und er hat dann gesagt, wir sollten den für den Oscar qualifizieren lassen. Mhm.
Also er hat natürlich gehofft, dass er Locarno gewinnt. Dann, also die das sind so A-List-Festivals. Wenn du gewinnst, dann qualifizierst du automatisch. Und, ah, okay. Ja, und auch wenn du einen Studenten-Oscar gewinnst, dann qualifizierst du auch. Yeah. Und dann haben wir dort natürlich nicht gewonnen, weil La Famille de Jouvet ist eigentlich gar nicht ein Locarno-Kurzfilm. Also wenn du dort Kurzfilm schauen, sind sehr, also sag jetzt mal ein bisschen mehr Arthouse und mehr Experimental. Yeah. Aber dann hat uns der Sydney gesagt, ja, ich könnte dann, es gibt so eine, das nennst du Four-Wall, du kannst dann einfach in den USA hast eine Woche ins Kino bringen. Und dann noch, musst du noch einen Presseartikel haben. Und dann, wenn du das hast und vorweisen kannst, dann qualifizierst du. Yeah. Und dann haben wir das angeschaut und das hat irgendwie, ich glaube, 1500 Dollar gekostet, um das Kino zu mieten. Fixed Package, weißt du? Wirklich. Ja, die haben das quasi genau für das. Er ist im Lemley Theater gelaufen, sind, glaube ich, 18 Nasen gegangen, schauen. und dann haben wir noch einen LA Times. So eine Ad hast du müssen drucken. Das langt das Artikel? Ja, irgendwie ein so. Ein Werbe-Eckli. Bam. Ja. Und der Sean hat natürlich das super gemacht. Der Sean ist dann wirklich eingestiegen als unser Oscar-Campaign-Manager. Yeah. Ohne ihn hätte man das niemals so geschafft. Und dann ist das der Ding gewesen. Und dann ist halt einfach wirklich der... Also, dass der auf die Kurz... Der kommt in die Shortlist irgendwann im Dezember. Und dann wählen sie 10 aus von denen als... Es sind etwa 150 Filme, oder? Ja. Yeah. Und dann sind wir auf dieser Shortlist gelandet. Und dann ist es plötzlich so gesehen, okay, jetzt irgendwie... aber Shortlist ist ja dann noch nicht Nomination, nein, oder? Das ist noch nicht Nomination, ja. Das ist ja wie eben nochmal die Vorstufe zu der Vorstufe. Ja. So, aber das gibt dann schon Traktion. Ja, dort sind wir halt wirklich dann so gesehen, hey, jetzt, das ist schon recht crazy. Und dann haben wir halt einfach weiter, also wir hatten schon einen Publizist gehabt, der mitgeschafft hat, auf gut Glück. Der hat aber das auch mit dieser Shortlist gepusht und dann hat er halt weitergemacht und so. Und dann haben wir Ende Februar, oder wann ist das gewesen? Nein, Ende Januar ist dann die Nomination gekommen und dann ist natürlich crazy, wow. Ja. Und dann sind wir ja auch gegangen an Oscars. Ja. Aber dort musst du auch ein Ticket kaufen, gell? Dort haben sie, ja, das ist noch eine andere Geschichte. Das jetzt. Natürlich. Ja, wir können es jetzt auch machen. Das ist eine natürliche Entwicklung. Ja, ja, ja. Übrigens, Suspension of Disbelief heißt es. Suspension of Disbelief, das ist es. Das ist ein interessanter Eintrag so von einem Philosoph, dass das kommt. So, das ist. Soll ich es noch schnell. Nein! Jetzt ist es mir in den Sinn gekommen! Jetzt haben wir es ja drin. Ich schneide auf schon vorher. Ja. Okay, kannst du machen. Von mir aus. Alles weitergelaufen. Ja, ja. Ich mache alles. Ja, ja, wir haben Inside Talks von Christoph Inside. Und mir. Inside. Ja, also, ja. Machen wir einfach weiter. Dürfen wir nie releasen, was ich gerade über die Szene gesagt habe. Outtakes. Nein. Ja, in 20 Jahren dann. Was? Kannst du das denn? Ja, genau. Weißt du, meine Memoiren. Ja, ja. Nö. Ich glaube, das wird eh. Also, Antwort ist nicht wichtig. Also, wichtig ist eh nicht, ja. Oder es wird dann einfach. Irgendwann wird es eh rauskommen. Alles. Alles. Irgendwann wird alles rauskommen. The truth will. Nein, und ich glaube aber dort ist so eine kleine Seitenbemerkung, ist unsere Gesellschaft ist mittlerweile viel mehr auf Transparenz und Realness. Mm. Unter anderem auch wegen der Pandemie. Zum Beispiel das ganze Star-Zeugs hat ja extrem gelitten, weil dann halt auf einmal die Menschen, die sind dann nicht mehr mit dem geilen Outfit top frisiert und Make-up, was weiß ich, in einer Talkshow gesessen, wo sie ihre 10 Minuten gemacht haben, sondern sie haben dann auf einmal irgendwie von daheim aus ein Lied gesungen und vor allem bei Awardshows, um zu den Oscar zurückzugehen, die sie gemacht haben, das ist so ultimativ cringy gesehen, wenn dann Leute daheim gesessen, geil sind die gesehen, die auf daheim gesessen sind, so wie du und ich jetzt, so, ah, voll geil, ich gewinne einen Preis, danke vielmals, weißt du, so per Zoom, hey, freue mich, voll easy, oder? Aber dann hat es die gegeben, die wirklich eben im geilen Kleid und im guten Suit dort gesessen sind, einfach in einer Stube. Weißt du, wieso hockst du jetzt mit dem in deiner Stube?
So, und ich glaube, das ist jetzt schon. Ja, ja, das ist. Hat sich extrem verändert. Und darum habe ich das Gefühl. Aber das hat sich schon also entwickelt, oder? Ich meine, der Star ist ja eh transparenter geworden. Genau. Und hat, eben, das hat sich eh schon entwickelt. Und jetzt ist so wie noch so ein bisschen so ein Zauber, ist dann noch ein bisschen weggekommen. Oder? Ja. Und jetzt darum völlig unabhängig vom Star. Ich meine, darum mache ich ja auch einen Podcast. Habe ich kein Problem damit, Sachen zu erzählen, wo mir mal passiert sind und mich auszutauschen und meine Gedanken zu teilen, ohne dass ich jetzt irgendein Heft, wo der Christoph sich auch schon mal dafür geschafft hat. ein Magazin. Ja. Ohne dass die dann bei mir daheim Badwanne filmen, der Klassiker, oder fotografieren. Also, zurück zu den Oscars. Ja, die Oscars. Ja. Yeah. Dort. Du hast mir, nicht du, aber die haben mir Tickets kaufen. Also wenn man an Oscars will, dann nur weil man nominiert ist. Also wir haben schon Tickets gekriegt. Wenn man nominiert ist, kriegt man zwei, oder wie ist das gegangen? Vier haben wir gekriegt. Vier und dann haben wir, glaube ich, dazu kaufen. Aber eben, das ist alles ein bisschen ein Techtelmechtel gewesen. Wir haben dann relativ viele Tickets gekriegt, aber über mega viele Umwege und andere Leute haben über unsere Filmtickets irgendwie auch noch gekriegt und das hat dann auch zu ein paar Unstimmigkeiten, weil plötzlich so viele Leute Tickets hatten und es ist halt einfach, die Oscars haben, was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Leute schon ein bisschen, das schraubt ein bisschen auch mega bei gewissen Leuten rum. Also das ist so ein Hidden Miss. Also wir haben ein paar Freunde verloren, wir haben einfach auch sehr viele Freunde dazu gewonnen. Yeah. Aber es ist, will ich sagen, es ist so ein Grundverständnis, wo ich bin sehr happy gewesen, dass ich schon länger in dem Zirkus ein bisschen rumdingseln durfte. Und eben, mein Ego hat es ist ein paar Mal crushed worden und wieder aufgebaut. Und ich glaube, wenn du neu dazu kommst und plötzlich so eine mega Opportunity da steht, wo du mechanisch, also hinten gar nicht dahinter siehst. Ich habe halt eben eine Schule gemacht und habe schon ein paar Leute schon getroffen und gemerkt, dass das sind normale Leute, das sind sehr talentierte Leute auch oft, wo auch schon lange in einem Business sind, wo dann irgendwie wie auch, wo du auch schon mal siehst, dass ein Produzent sich nicht zuvorderst anstellt. Das interessiert keinen. Ja. Und wenn das schon ein bisschen weisst, oder schon mal die Situation gehabt, habe ich auch mal gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin komplett irrelevant bei einem Film als Produzent. Das interessiert also überhaupt keinen. Nach vorne. Ja. Yeah, yeah. Ja, also die Regie und die Schauspieler, also that's it. Und ich habe müssen lernen, also mit dem umgehen persönlich, dass ich da nicht irgendwie damit kämpfe, oder? Ja. Yeah. Und wenn du drüber stehst, auch zum sagen, hey, ja voll gut, natürlich schicke ich den Regisseur, weil erst dann wird das Projekt davon einen Benefit haben. Auch das ist Teil vom Job eigentlich, noch, genau. Oder? Ja, weil, sind wir ehrlich, mittlerweile, wenn man als Produzent bekannt ist, ist es nicht gut. Ja, das stimmt, je nachdem in welchem Gebiet. Aber, also, ich glaube, das ist so ein bisschen die Dinge, wo für mich ist das. Also eben auch mit Jean zusammen, mit Timo, wir haben das irgendwie alles recht gut können navigieren, zum das Beste aus dem Ganzen rausholen. Wir haben einfach gewusst, wenn wer, oder? Ich meine, wir haben auch Jane Birkin gehabt, wo wir auch gewusst haben, die ist auch noch so irgendwie natürlich sehr wanted in dem Projekt. Da haben aber gewusst, dass sie nicht gross umgegangen war für den Release. Dann hast du irgendwie müssen schauen, wie du mit dem umgehst. Aber solange du dort so ein bisschen das Päckchen verstehst und machst, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viel gute Entscheidung gefällt, wie wir den Film tun. Und nachher haben wir bei diesen Tickets haben wir einfach geschaut, auch, dass wir so viel wie möglich von unseren Leuten haben können, irgendwie dort mitnehmen, haben auch Leute mitgenommen, gewisse haben können an die Show kommen, gewisse haben dann nicht können kommen, die haben aber ein Screening für sich gehabt. Und ich glaube, das haben sie alle auch ziemlich, fast alle richtig so verstanden, wie das läuft und so. Und man ist mit allem umgegangen. Ja, im Endeffekt haben wir auch gesagt, hey, let's just have fun. Und haben dann auch gewisse Sachen einfach ausblockiert. Ja, weil es hat natürlich jeder irgendwie wollen mitmachen. Also auch, ich sage jetzt von den Medien, weißt du, live dabei, auf dem roten Teppich und so. Und das ist alles mega toll. Aber auch dort, es gibt eine gewisse Realität. Ich meine, das gibt einen ganz klaren Kodex auf dem, also. Yeah. Also weißt du, so, mein Stift zum Beispiel. Also es war sehr grenzwertig, dass ich den damals auf dem
Mode eben. Yeah. Also, es gehört gar nicht da hin, oder? Ja, logisch. Also ist jetzt ja. Die Marketing, jetzt sieht man, die schauen, man sieht ihn, ja doch, man sieht ihn nicht schlecht. Ja. Da muss man auch nicht sehen, das ist einfach praktisch, wenn wir jetzt noch eine Notiz müssen machen. Aber eben, es gibt so einen Codec, wo halt einfach, also weißt du, du läufst schon nicht irgendwie halt mit einem T-Shirt über den Ding und so weiter. Und wenn du dort dann anfängst rumzubloggen für irgendwie ein Medienoutlet in der Schweiz, dann also, dann musst du damit rechnen, dass du eine Rechnung kriegst, weil dort so finanzieren sie ja die Oscars, indem sie die Rechte verkaufen von dem Teppich. Oder? Und dann, das ist lustig, wir haben es dann alles mit Humor genommen, wir haben dann gewusst, dann latscht halt das Bild auf Facebook und am nächsten Tag latscht der Blick runter und postet es in der Zeitung. So läuft es. Ja. Dass du jetzt irgendwie zurechtgehst. Du machst dein eigenes Media-Clipping. Ja, ja, und das ist ja alles auch cool gewesen, weil irgendwie sind alle positiv dabei gewesen. Es hat jetzt nie also weißt du, es ist wie, man hat, das ist wirklich schön gewesen, dass jeder schon auch ein bisschen verstanden hat, dass man nicht jetzt gerade die riesigen Dinge machen kann. Auf der anderen Seite haben wir auch verstanden, dass es cool ist, wenn jeder irgendwie etwas mitmachen kann. Der Film ist ja so entstanden, von Anfang an, seit Locarno hat jeder hat ein bisschen mitgeholfen und das war sehr positiv gesehen. Und wo hockst du denn, wenn der Kurzfilm nominiert bist, wo hockst du denn in dem riesen Ding? Hinter rechts? Ja, hinter links. Hinter links. Aber nicht schlechte Plätze. Also, du bist schon in dem unten, du hast ja ganz viel verschiedene Dinger und wir sind zu unterst gesehen. Verschiedene also Stöcke, Aber schon ein bisschen gegen hinten. Gut, aber das sind eigentlich auch immer die Tickets, wo man kauft, wenn man irgendeine Show geht schauen. Weil vorne kannst du ja im Normalfall auch nicht leisten. Ja, vorne haben sie halt ihre Star. Also ja, das hat auch ein bisschen damit zu tun, je nachdem halt, wer auf die Bühne muss und wie weit die müssen laufen. Und es ist voll durchgetickt und organisiert. Das ist crazy. Aber die Show an sich, musst du die sehen live nicht, oder? Oder gibt dir das etwas mega, weil du siehst, boah, was da alles drumherum passiert und eben wie sie es durchtimen? Oder ist es mehr das ganze Erlebnis drumherum? Ja, logisch, es ist ein Erlebnis und irgendwie, du kannst natürlich schon alle treffen und es ist auch so, du kannst auch in die Bar rausgehen und dann du musst gar nicht drin sein. Dann kannst du dann irgendeinen in die Sitze hineinsetzen und so und dann kannst du dort mit einem. Du kannst super networken, du triffst und kannst mit den Leuten alles. Aber rein Networking, also sonst Events, wo besser, also es gibt eigentlich noch Vor-Events, wo du eingeladen wirst. Das geht irgendwie zum Mittag, oder was ist das? Der Luncheon, ist zum Beispiel sehr relaxed. Weißt du, die Oscars sind auch alle mega angespannt, weil sie ja alle entweder gewinnen oder nicht. Also das merkst du schon, weißt du, sind so. Und am Lunch sind alle super relaxed und du wirst da verteilt an den Tisch und du triffst einfach organisch schon rein vom Placement. Also ich bin zum Beispiel nicht mit dem Team am Tisch geguckt. Nicht? Nein. Ah, wirklich? Die sind gar nicht zusammengesessen? Ja, das ist schon verteilt worden. Du bist mit Production Designer, weißt du, und so. Und mit Leuten, und das ist super. Und dann gibt es auch von der Branch, also da bist du ja noch in so einer Abteilung dann. Kurze Animationsfilm und Animationsfilm ist unsere Branch. Und die machen dann auch noch so ein Dinner, wo dann eingeladen wirst mit allen, die nominiert sind. Und wo dann aber auch irgendwelche Ambassadors kommen. Also wir haben irgendwie mit dem Katzenberg dort zu Nacht gegessen. Das ist der K im DreamWorks SKG. Genau. Und und das ist mega persönlich und halt einfach, du merkst irgendwie, dass du gewisse Parallelen hast mit den Leuten. Entweder hast du sie oder hast du sie nicht, aber ich muss sagen, je mehr Leute sich getroffen haben, die wirklich so ein bisschen halt einfach auch die Projekte gemacht haben, wo vielleicht jetzt ein bisschen überlebender sind, das sind Live-Missions. Und dort ich tick ähnlich wie das. Ich habe vielleicht nicht den grossen Erfolg wie die jetzt haben, aber das sind auch Lebenskarrieren. Also das mal schauen, wo das hingeht. Wenn wir unseren nächsten Film machen, dann, oder? Dann aber du, ich weiss, du hast mir schon vor Jahren gesagt und irgendwann passiert es. Nein, es ist halt eben, es muss schon stimmen und ich glaube, du musst können anstehen, du musst können das, was du gemacht hast, muss auschecken. Nicht zu viel so Projekte, wo du jetzt einfach nur hast können, deine Menschen finanzieren. Das ist. Ja, vielleicht ist das auch gut. Mal schauen, ob wir auf die richtige Karte gesetzt haben. Und was wir hören langsam auf, weil die Parking läuft ab. Mhm. Aber was ich natürlich schon noch schnell muss erwähnen, weil ich letzte Woche in der Solo-Folge habe ich es schon erwähnt. Ich bin ja wieder mal in deinem Autokino gesehen. Yes. Bist schon ein paar Mal gesehen.
Und dann sehe ich kurz danach, dass du quasi die operative Leitung abgeben willst, wirst. Yes. Also, es ist so, dass ich gemerkt habe, dass ich einige Projekte gestartet habe, nebst dem Filmemachen, die unterdessen relativ gross geworden sind und je nachdem auch sogar ein bisschen zu gross für mich. Ich bin aber gerne jemand, der so ein bisschen auch in einem Vereins-Environment schafft, weißt, wo es wirklich persönlich ist mit Leuten, wie der 20-Regeln-Film, das ist toll gewesen. Yeah. Weil du machst eben nicht als Job, du hast ein einzelnes Projekt und du machst es für das große Ganze. Mhm. Also, weißt, das ist was ein Verein macht, du definierst ein Ziel, du hast Mitglieder, alle wollen das Gleiche und dann ist eigentlich no matter what, du schaffst für das Ziel. Klar. Und die Projekte, die ich gemacht habe, sind halt irgendwie alle so ein bisschen auf der Kippe, dass die weitergehen und dann kommt aber gleich mal der Corporate rein. Also weißt du, auch wirklich Leute, die halt das machen und dann bist du Arbeitsgeber im Sinne von lifelong Arbeitsgeber. Und das ist nicht so mein Kerngebiet. Und darum ist beim Autokino ist es noch spannend, dass wir im Gässli Film Festival haben wir ja schon so einen Übergabe gemacht, wo ich aber sehr involviert bin und jetzt beim Autokino wollen wir es ein bisschen anders machen, dass wir wie eine Organisation finden, wo das übernimmt, wo man kann weiterhin dabei sein kann, aber nicht mit dem Lead. Mhm. Aber gleich, dass das Autokino eigentlich weiterhin geht, auch in dieser Form. Yeah. Weil wenn man es ganz corporate übergibt, dann wird es sicher verändert, weil dann wird mal rationalisiert, was nicht gewinnbringend ist. Yeah. Und das hat viel so Aspekte. Es ist nicht ein Profitprojekt. Yeah. Aber es ist noch spannend, wir haben schon ein paar Leute jetzt eigentlich kontaktiert, wo ich kenne, wo ich auch zusammenarbeiten könnte. Und ich muss mich einfach irgendwie wieder rausnehmen aus dem Hauptlied, weil die Problematik ist halt wirklich, wenn wir im nächsten Juli können drehen können und ich habe das Autokino und es liegt bei mir in Verantwortung, dann ist genau das Problem. Dann kannst du aber genau nicht frei sein. Genau. Ja. Und es ist jetzt auch beim Autokino ist jetzt nicht so, dass es... Also eben das Gässli Film Festival ist komplex. Das ist richtig, also auch finanzierungstechnisch. Das Autokino kannst du sagen, wenn du Passion hast und die Leute mitmachen, auch im Sinne von einem Verein, dass sie Spass haben an dem Teilgebiet, Film programmieren oder Film projizieren oder was auch immer. Es ist speziell, für mich vergleichen, wie eine Live-Veranstaltung, oder? Genau. Und das kann eine Mixed-Show sein, das kann ein Solo sein. Du brauchst ein bisschen Planung, du musst auch am Schluss Tickets verkaufen. Ja, voll. Und das ist ja das Coole, dass Tickets sich auch gut verkaufen. Ja, also das ist ja das Geile. An dem Autokino, weißt, ich verrecke jetzt, das Jahr gehe ich wieder, gell? Und dann erzählen mir zwei, drei Menschen so, wir gehen dann noch ins Autokino. Und jeder Mensch, der es hört, sagt so, was? Das gibt's? Das habe ich gar nicht gewusst. Das klingt ja grossartig. Sensationell, das muss ich auch mal machen. So, es vermeintlich kennt es niemand. Yeah. Die haben aber seit Jahren ein super Stammpublikum. Yeah. Ich hab extra geschaut, von wo die Autos sind. Weißt du, nur mal ein Schilder, oder? Es ist selten Basel-Stadt oder Basel-Land. Ja, sie kommen von überall. Von überall! Ja. Wirklich? Luzern, Bern, Watt, St. Gallen, alles Mögliche. Ja? Letztes Jahr haben wir mal geschaut, von wo sie kommen. Ja. Yeah. Und sind, glaube ich, aus 19 Kantonen sind sie gekommen. Das haben wir die Analyse noch nicht gemacht. Ja. Und darum funktioniert es ja auch. Und dann kommt Covid und du erzählst mir, letztes Jahr bist du nur am Telefon gesehen mit x Leuten, die irgendjemanden haben wollen, so Autoshows machen, weil sie gemerkt haben, du bist der Einzige, der in einer Art und Weise zumindest schon mal weiss, wie man etwas vor Autos herantut. Ja, es gibt ja ein paar Autokinos, wo auch sonst rum sind. Es gibt auch ein paar, die nach uns, das ist mitunter auch so ein bisschen mein Ding. Oder wenn etwas etabliert ist, dann habe ich schon noch Interesse, um es zu machen, aber nicht mehr so viel. Ich mache gerne etwas Neues. Und es ist natürlich schon so, dass es zwei, drei Autokinos gibt, seit wir gestartet sind, die auch mega toll sind. Yeah. Also kann ich auch sagen, ja, mein Autokino ist cool, wenn es weitergeht, aber eigentlich kann ich etwas Neues kreieren. Mhm. Aber vom Ding her dort ist natürlich, wenn Covid hat, ich weiß nicht, ob die anderen einfach keine Auskunft gegeben haben, aber es haben alle, ich habe so viele Telefon gekriegt. Ich habe täglich ein Telefon gekriegt von irgendjemandem, der ein Autokino machen wollte, wie das geht und so. Und es ist, ja, und es war auch toll, irgendwie, dass ein bisschen
dem Revival da zu helfen oder was auch immer. Yeah. Aber es ist eine kurzlebige Geschichte. Ich glaube, das gibt es dieses Jahr alles nicht mehr. Es sind wirklich wieder die paar etablierten Autokino. Und vor allem, weißt, ich denke mir, also die Tag hat ja, eben, du hast zum Beispiel schon lange Tag, die Tag hat ja nur 24 Stunden, auch wenn du nur 3 davon pennst. Aber das ist ja dann jedes Telefon. Ich meinte, ich bin dabei gewesen, du hast irgendwie eine Stunde telefoniert, für das dann am Schluss eben nichts passiert, blöd gesagt. Also. Ja, für dich ist hoffentlich etwas passiert, aber ich meine, das ist ja ein bisschen, weißt du, es ist irgendwie lustig, dass der, da kommen wir zurück zu dem Thema, wie machst du das Netzwerk und so weiter. Yeah. Es spielt ja keine, du musst ja eigentlich, ich helfe gerne Leuten. Ja. Yeah. Und dass etwas Tolles entsteht, dass die Leute Spass haben. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel, sind wir auf einer Hoteltour gesehen, um Hotels zu finden für den neuen Film von Timo. Mhm. Und dann hat er irgendjemand noch geschrieben, über jemanden, der ganz viele Hotels kennt. Er hat gesagt, ja, Mürre, dort oben gibt es noch eins und so weiter. Und dann haben sie das per SMS und was, WhatsApp weiter. Und dann kommt ein Message zurück und dann sagen sie, ja, super, musst unbedingt vorbeikommen. Und dann hat er noch gesehen, in den Credits da, arbeiten oft mit mir zusammen, Jakun. Ja, er kennt mich vor 25 Jahren, habe ich dort oben einen James Bond Film gedreht und er sich als Kind dort hat mitmachen. Sicherlich. Oder? Und und das summt so alles auf, wenn ich sage, Live-Mission. Also ist ja nicht eine Strategie Live-Mission, aber es muss dir einfach Spass machen, dass wenn einer anruft und von dir Infos will, yeah. Wenn es mir nicht Spass machen würde, dem etwas zu erzählen, oder wenn der mich irgendwie komisch abholt, dann erzähle ich dem auch nichts. Aber yeah. Wenn es ein Kinderchor ist aus Bern oder irgendwo, wo einfach wegen Covid den Auftritt nicht machen kann, yeah. Ja, klar. Und wenn irgendwie ein Autokino organisieren, dass die Kinder, die jetzt 3/4 Jahr geübt haben, nachher können ihre. Ich meine, sorry, wenn du dort nicht Auskunft gibst und eine Stunde investierst. Das ist nicht das Telefon, wo ich dabei gewesen bin. Ja, ich weiß nicht mehr genau, welches es ist. Aber grundsätzlich gibt es für mich dort eigentlich nur eins, den Leuten irgendwie Infos geben, weil es ist auch spannend. Ich kann ja etwas davon lernen. Ja, nachher, klar. Auch wenn es irgendwie. Ja, ich meine, wenn ich sage, es sind andere Autokinos gemacht worden. Ich meine, ich habe viel Auskunft gegeben in den Anfangsjahren. Und eines Tages haben wir auch gesehen, dass es ein Autokino gegeben hat, wo unsere Webseite 1:1 kopiert worden ist. Aber selbst das ist für mich nicht irgendwie so ein Problem. Sondern es ist eigentlich auch cool, dass. In Thailand ist das immer das größte Kompliment. Ja, also. wenn etwas 1:1 kopiert wird. Ja. Wirklich? Ja, also für mich ist es überhaupt kein Problem. Ich sage immer zu diesen Sachen, es ist auch, also wenn ich jetzt irgendwie etwas hätte, weißt du, mega pressure, also Autokino ist nicht pressure, aber jetzt auch finanziell und ich voll abhängig davon wäre und mir das jemand würde kopieren und wegnehmen, okay, dann hätte ich ein Problem. Mhm. Aber auf der anderen Seite, sag jetzt mal, zum Beispiel mit einem Film, wenn jetzt ein Kunde mein Drehbuch nimmt und ich schon seit 2016 entwickle und das nimmt und den Film macht, dann ist das ja eigentlich wie ein Kudos to you, dass du die 10 Jahre investierst und einen Film machst, der dann in 3 Kinos läuft. Okay, das ist mein Film. Zwar gesehen mal, aber mach du doch das, oder? Yeah. Auf der anderen Seite... Ist das auch schon passiert? Natürlich nicht. Ah, okay. Meistens ist es ja dann so, dass jemand, der Interesse hat, zu dir kommt und dann gibt es eine tolle Zusammenarbeit, eben, wie wir auch hatten, wo du dann drauf aufbaust. Also das hat auch bei den Autokinos, unterdessen ist man im Kontakt, auch wegen Covid, weißt du, man das Schutzkonzept aus, das Ding. Und es ist ja nicht so, dass wegen anderen Autokinos irgendwie weniger Leute zu uns kommen, sondern oftmals ist es genau umgekehrt, dass wenn es nochmal eins gibt, absolut. Dann noch mehr und dann probieren sie das aus und so. Und von dem darf man überhaupt keine Angst haben im Leben. Man muss ja eigentlich wie aber also das sehe ich mit Comedy genau gleich. Also noch nie im Leben habe ich probiert, irgendeine Comedy-Show zu verhindern. Ja, voll. Im Gegenteil. Nein, das muss. Ob sie um eine Ecke ist von dort, wo wir spielen, ob ich dabei bin oder nicht, oder was, es ist geil, es ist ja für die Sache. Ja. Wenn jemand mein Solo-Programm spielt von A bis Z, eben, dann können wir darüber voll, reden. Ja, voll. das ist logisch, aber das, ich glaube, dann. Das passiert jetzt auch nicht wirklich. Also, aber ich sag, das einzige Risiko, das du eingehst mit dem Lifestyle, ist, dass, sag ich mal, ein Komiker kommt und du dem hilfst und auch ein Ding machst. Yeah. Und dass er dann aber am Schluss vielleicht besser ist als, sag ich mal, als du und mehr Erfolg hat und du vielleicht ein bisschen weniger vom Kuchen hast. Aber ich sag, du nachher. Wenn er richtig erfolgreich ist, kann ich Support bei ihm spielen. Genau, aber also. das ist das Zusammenspiel. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn es um die Sache geht und um Comedy und du wirklich einen kannst,
irgendwie, das ist wie im Gässli, wenn der Filmemacher kommt, der nachher abgeht und voll, dann kann ich ja nicht dort sagen, hey, der hat jetzt irgendwie wegen mir da, weiß nicht was. Mhm. Oder, das ist doch total unrealistisch, sonst du musst ja genau dann gehen zum Sachen und sagen, geil, wir haben es geschafft, etwas zu bewegen. Yeah. Und das ist eben, das kommt immer zum Ego zurück, das Ego musst du können. Ja. Hast du dich viel mit dem Ego beschäftigt? Für mich ist das ein ganz spezielles Thema, weil ich habe wirklich auch, also ich glaube, das ist ein, ist mir auch bewusst worden, zurückgekommen in die Schweiz, wie die Schweizer mit dem Ego umgehen, mit sich, also anderen etwas gönnen. Die Amerikaner sind da eben ein bisschen lockerer drauf, glaube ich. Also ich habe wirklich auch Erfahrung gemacht, weil ich mal in einer Schule war und dort hat, also weißt du, dort hast, also dort hat mich mal, also wirklich mein Dean hat mich richtig runtergestrahlt und dann konnte ich mich wieder aufbauen. Also das ist, es ist, und dann kommst du halt zurück und dann merkst du, dass es doch irgendwie so eine, dass das halt da rum ist. Also es ist von mir aus gesehen, in der Schweiz ist es schade, dass die Leute, obwohl sich das ein bisschen geändert hat, glaube auch langsam, dass sie sich nicht unbedingt etwas mögen gönnen, weißt du, so, dass der Trade gibt's einfach. Ich finde auch, Missgunst ist also ich kann es nicht mit mega vielen Ländern vergleichen, ja, aber ich kann zumindest sagen, ist schon sehr oft vorhanden in der Schweiz. Ja. Find ich faszinierend. Und das hat von mir aus mit dem Ego zu tun, weißt du, weil du nicht kannst drüber stehen. Aber egal, ich meine, du musst selber mit dem Schlag kommen. Also für mich war es eine Lebensschule dort in den USA. Also ich war wirklich in meinem Masterprogramm, wo ich dachte, hey, scheiße, okay. Life. Yeah, what am I gonna do now, oder? Und dann fährst du aber an, irgendwie halt dann eben auf Inhalt bauen und auf das Projekt und auf Alliances mit anderen Leuten und plötzlich merkst du, du kommst dann wirklich in eine ganz andere Dynamik hinein. Yeah. Wo du wirklich kannst sagen, pff, du machst es natürlich immer für dich selber, aber du weißt, wieso es für dich machst und nicht nur to feel better. Ja, und das Klassische, es fiedert sich gegenseitig. Ja. Wenn du nur allein gegen die Welt kämpfst, gefühlt, dann braucht das jegliche Energie von dir und du zerbrichst und am Schluss bist du wahrscheinlich gar nicht happy. Ja. Weil es ist ja ein konstanter Kampf und sind alle gegen dich. Oder? Und sobald du mit Menschen zusammen eben Sachen kreierst, dann befruchtet sich das gegenseitig. Ja, und dann kriegst du Energie und dann um den Kreis zu schließen, hast du dann auch einen Regisseur und Produzent, der vorhin 2 Stunden schläft, aber die größte Energie hat von allen und alle motiviert und sagt, hey, wir machen einen fucking Film, obwohl er am Morgen Buch wird und denkt, der Film kommt gar nicht stand, aber dass dann uns hilft und so wir dann irgendwann genau wieder die Energie hoffentlich zurückgehen, weil wir sagen, ey, voll geil, jetzt ziehen wir das durch und jetzt machen wir die Szene, dass du irgendwie dann vielleicht gleich wieder dran glaubst und sagst, das passiert wahrscheinlich. Ja, eben, das ist das Zusammenspiel und wir sind ja auch, also ich glaube, das Wichtigste im Film gerade zu lernen ist, dass es eh nicht allein geht. Also der wirklich das Gefühl hat, er kann allein einen Film machen, also das ist wirklich High-Risk-Game, oder? Ja. Also da bist du in der Comedy noch ein bisschen anders unterwegs, aber auch du hast einen Benefit von einem Produzenten. Natürlich habe ich auch ganz viele Menschen drumherum. Ja? Es ist, mir ist wichtig, dass am Schluss in einem Netflix-Special wird da written and performed by. Mhm. So, das ist mein Teil. Das ist mir super wichtig. Ja. Ja? Und written ist auch schon ein grosser Begriff. Ich habe keine Autoren, aber natürlich habe ich bei einem Auftritt ein anderer Komiker, der nachher sagt, hey, dort bei diesem Satz hast du schon mal überlegt, irgendwie vielleicht etwas noch mit dem und dem zu machen. Das ist nicht, er hat mir einen Joke geschrieben, aber er hat mir Input gegeben, wo mich auf eine völlig neue... Ja, das ist Inspiration. Genau, auf eine völlig neue Richtung bringt. Und das spielt auch konstant zusammen. Und ich sage dann jemand anderem mal, hey, wie wär's, wenn du vielleicht das mal umdrehst? Ja. Wow, voll geil. Was auch immer. Das ist key. Aber alles andere ist natürlich, du hast einen Mensch, der eine Location hat. Du hast einen Mensch, der irgendwie für das Werbung macht. Ja. Ich habe ein Team von Leuten, wo mir helfen mit verschiedenen Bereichen. Das Plakat habe ich ja nicht selber... Ja, logisch. Kann ich nicht mehr fotografiert, aufs Plakat geklatscht, dort hat alle grafischen Details gemacht und so weiter und so fort. Das muss eine Teamarbeit sein. Yeah. Ja, und erst dann macht es ja Spass. Genau. Oder? Und das ist für mich die grosse Motivation, dass du Leute hast, weißt, wo irgendwie also seamlessly zusammenarbeiten, ohne dass du irgendwie... Das ist halt schwierig, die Creative Match zu finden. Yeah. Und das ist mir ein paar Mal gelungen.
Und du bist immer wieder auf der Suche, dass du Leute hast, die einfach merkst, du, es flutscht. Es ist, absolut. Du kannst aufbauen und hast mega coole Sachen, die irgendwie nachher eben vielleicht mal einen Film geben und vielleicht noch einen schauen. Ja. 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 An der Stelle Kompliment an Christoph. Muss man auch mal sagen. Danke. Ja. Ja. Es ist aber gegenseitig. Also ich meine, es ist ja. Ich so. Wir wollen uns alle auf gerne. Das ist ja ein Paradebeispiel, ein Podcast. Also weißt du, ja klar, ich mache auch Solo-Folgen und da habe ich mittlerweile ein bisschen Equipment und Hocking nehmen und dann ist es eine Kamera so. Aber dass ich mit dir rede, du hast ja jetzt mehr Ahnung davon, du bist reingelaufen und gesagt, wow, drei Kameras. Yeah. Ja, schon viel. Ja, voll. Ich hätte dann noch einen vierten und einen fünften, damit ich noch mehr könnte beeindrucken. Jetzt bleibst du aber. Nur zum Sagen. Nein, das ist ganz klar. Ich glaube, wenn man das, das ist gut, das wird auch jeder verstehen. Und dann muss man sich positionieren und dass man dann eben Credits auch shares und the property. Ich meine, das ist alles ein Prozess, oder? Ich meine, für mich ist das heute überhaupt kein Ding mehr. Mhm. Aber das weiß ich auch noch von früher. Dann hast du das Gefühl, oh, jetzt gibst du das ab und weiss nicht was. Aber weißt du, was faszinierend ist, ja, dass durch das die Status ja nicht weniger wird. Mhm. Also weißt du, das kann ich ja als Mensch von außen betrachtet sagen. Das ist ja das Faszinierende, dass wenn du eben die Credits sharest und wenn du irgendwie in einem Team schaffst, dann bist du nicht weniger wert oder du wirst als weniger angesehen. Das ist ja das Absurde, dass die Ego, die in dem eigentlich sogar noch daran hindert, richtig gut dazustehen. Yeah. Ja, es ist immer less is more. Ich meine, das wissen wir ja. Also das ist eigentlich auch ein Ding, das ich mir immer wieder überlege, dass du mit weniger mehr erreichst. Und ich bin in Locarno gesehen, habe einen Film gesehen, das war recht spannend. Da hat er, weißt du, wenn der Film fertig ist, was kommt zuerst? Directed by Story by. Und das war mega, mega charmant gewesen. Weil du hast gewusst, das ist ein Film von einem sehr starken, also ich glaube, der Regisseur hat produziert und weißt du, auch so ein Film. Mhm. Und dann sind Credits gekommen und sind alle zuerst gekommen und am Schluss der Regisseur. Mhm. Also dann, wo alle schon quasi draußen sind, kommt der Regisseur. Und das ist subtle, aber es ist auch ein Zeichen an Crew, wo du kannst sagen, hey, weißt du was, der muss ja gar nicht am Anfang da stehen. Yeah. Weil er weiß ja, was er gemacht hat. Und er kann auch wirklich der Crew den Space geben. Mhm. Und das finde ich, das ist sehr gross. Ja. Yeah. Aber eben, das muss irgendwie ankommen zu dem Punkt. Du hast nur schnell bei 20 Regeln, hast du... Ja, mein Titel ist auch relativ früh gekommen, ja, stimmt. Nein, aber das ist nicht Jakun gerade aufgestanden. Aha, ja, genau, dort habe ich das... Jacques Abal. Jacques Abal. Und das ist eigentlich auch ein Ego-Ding, weil du nimmst ja eigentlich du entziehst deinen Namen von dem Ganzen. Du kreierst einen neuen Namen. Das heißt, mit dem Jacques Abal wirst du jetzt nie sonst... können hausieren, oder? Ja, das ist so, ich muss mir das überlegen. Ich habe damals gesagt, okay, ich mache Regie unter Jacques Abal. Yeah. Aber das kommt aus einer Zeit raus, von ganz früher, wo es mir doch peinlich war, immer meinen Namen anzuschreiben. Das kommt wirklich aus so einer Zeit. Mhm. Und zwar, als ich in der Schule noch Videos gemacht habe, hast du alles selber gemacht. Yeah. Und dann hast du irgendwie gleich anschreiben, wer was gemacht hat. Mhm. Und dann ist irgendwie, das hat mich angeschissen, da immer anschreiben, weiss nicht was. Dann habe ich meinen Namen in verschiedenen Sprüchen erfunden. Also irgendwie Jacques Abal, Giacomo Leopardi oder weiß nicht, irgendwie so James Lapper, Shogun Wasabi Shakuhachi und so sag. Und so ist dann auch, sind dann auch Credits gelaufen. Halt ein bisschen als Jokes, oder? Und der Jacques Abal hat irgendwie überlebt. Weiß auch nicht wieso. Das ist einfach. Und ich muss mir das echt überlegen, wenn ich wieder einen Film mache als Regie, ob ich das wieder mache. Ja. Yeah. Weil, also ich glaube, dass es. Also, ja, aber es macht eigentlich gar keinen grossen Unterschied. Also, ja, es ist wirklich. Der Punkt ist ja, die Leute müssen sich ja mit dem beschäftigen und merken dann, das ist der gleiche Mensch. Okay, cool. Mhm. Und sonst ist es einfach so, ist es dort. Also, ich. Einfach keine Ahnung. Ja, das ist dort dann auch der Entscheid gewesen. Ja. So, letzte Frage. Ja. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Was ich mache, um mich gut zu fühlen? Also im Moment tue ich eben einen Film entwickeln mit dem Timo zusammen. Das ist wirklich das, was im Moment mega cool ist. Ja. Yeah. Und sonst im Leben, was mache ich, um mich gut zu fühlen? Das ist eine gute Frage. Kreativen Austausch mit Menschen, wirklich auf,
auf einer Basis, wo man etwas Neues, Cooles kann entwickeln kann. Das, das gibt einfach mega viel Energie. Ja. Das merke ich immer. Wir treffen uns oft, ich sage jetzt privat, und wir haben immer irgendwie 37 Ideen. Ja. Und dort geht es nicht darum, dass man nachher heimgeht und sagt, geil, das machen wir jetzt gerade und das muss so sein. Sondern etwas ist effektiv kreativer Austausch. Es bringt einem immer irgendwie nicht mehr wieder an. Yeah. Vielleicht in einem anderen Bereich. Ja, es ist halt einfach cool. Ja genau, eben, dass es gar nicht muss um das gehen. Genau. Wir können irgendwie über kreative Ferien in Barcelona reden, aber am Schluss ist es irgendwie, fließt in ein Projekt oder es ist irgendwie ein Charakter, wo irgendwie, weiss nicht was. Yeah. Ich glaube, wenn man das Brainstorming nicht macht und vor allem auch, und ich glaube, das war Covid ein bisschen ein Problem gewesen, wo man die Leute nicht mehr so getroffen hat. Absolut. Die inhaltliche Auseinandersetzung oder das Abfläschen im Creative so im Think Tank, dann bist du plötzlich so mega im Formellen drin. Dann während Covid hat wahrscheinlich jeder seine Strukturen irgendwie angepasst und mega optimiert in seinem Leben und so. Aber das ist tötend, und, oder? Ja, und Gespräche sind ja dann auch immer eine Abhandlung gesehen von Traktanten, oder? Ja. Auch frag mich nicht, ich arbeite nicht in einem Büro, aber dort passiert ja dann gleich etwas bei der Kaffeepause, wo einfach irgendwie mal ein bisschen anders denkt. Wo ich noch beim Radio gesehen bin, also vor allem, wo ich viel beim Radio gesehen bin und noch geraucht habe, ist immer beim Rauchen ist die beste Idee gekommen für dann die und die Moderation. Ja. Weißt, und alles so Zeugs. Und genau die Zwischenmomente, wie auch eben, wir sagen, hey, wir gehen auf kurz Mittagessen. Ja, und dann laberst du halt und erzählst ein bisschen und dann ist mal du bist dort voll im Inhalt drin und das ist so wichtig. Ja. Weil alles andere ist ja, ich meine, eine Form für etwas findest du immer. Also im Film ist genau das Gleiche. Beim Film ist ja das Coole, dass du eigentlich die Form gar nicht musst diskutieren. Wenn man einen Film macht, am Schluss, ist klar, du hast die Kamera, du hast das, du hast Callsheet, du hast alles. Aber das, was du aufnimmst und das, was wirklich passiert, das ist spannend. Das kannst du nur in ganz vielen Gesprächen, in ganz vielen Situationen. Und da muss man sich ein bisschen reinhauen. Darum gehe ich auch, ich meine, weißt du, ich komme mit dem Team und scouten, wir haben irgendwie 20 Hotels, nicht ganz, vielleicht 15 oder Hotels angeschaut. Und da haben sich schon einige Leute auch in Locarno so ein bisschen an den Kopf gelenkt, weil sie erfahren haben, wir haben noch nicht mal das Drehbuch angeschrieben. Und so, was könnte ich ein Hotel anschauen? Aber wenn wir nachher im Hotel stehen, weißt du, was seit 15 Jahren geschlossen ist, wo du nachher die Geschichte von dem Hotel, von diesen Leuten erfährst und die Umgebung siehst und dort kommt noch ein Strössli runter, dann fängt das an leben. Ja, klar. Dann siehst du ja schon, dann hast du schon eine visuelle Vorstellung. Das hörst du ja immer von Leuten, die sagen, wir haben genau die Person im Kopf gehabt, wo wir das geschrieben haben. Ja. Und das macht meistens mehr Sinn, als irgendwie 500 Leute durchzuschauen. Ja. Ah, passt nicht. Ja, irgendwann passt voll. Hoffentlich. Ja. Ja, und du weißt auch, was du machst und so weiter. Und das ist vielleicht viel Wasser in den Rhein schaufeln, der Prozess. Aber das finde ich spannend. Das macht mich wirklich happy, weil du halt auch etwas vom Leben irgendwie erlebst. Nebst dem, dass du eigentlich den ganzen Tag nur E-Mail schreibst. Ja, das verstanden. Ja. Und ich hoffe, du weißt jetzt, warum ich den in Podcast eingeladen habe. Weil auch wenn wir uns sehr oft und viel austauschen, dass ich einfach mal 2 Stunden mit dir intensiv über so Zeugs kann reden, ist gleich etwas anderes. Das ist nice. Ja. Danke vielmals. Sehr Spaß gemacht und wir sind noch lange nicht fertig. Also komm bald wieder. Ja, voll. Jetzt gehen wir ein bisschen arbeiten und dann. Es gibt sicher wieder etwas zu erzählen. A few emails later. Hey, cool. Super. Danke vielmals. All the best. Danke auch, Christoph. Ja. Peace. Bis bald. Boop.